lebenden Toten. Eine schreckliche Seuche bedroht die Welt. Menschen verfallen dem Wahnsinn und werden zu tollwütigen Bestien. Vier Männer erhalten den fast unmöglichen Auftrag, die Ursache der grauenvollen Krankheit herauszufinden. So geht das nicht! Wir müssen sie umlegen und ihre Leichen verbrennen! Geht das denn nicht in eure verdammten Schädel? Los! Ihr Schweine! Hölle der lebenden Toten. Das Unfassbare ist Wirklichkeit geworden. Ist die Menschheit zum Untergang verurteilt? Reiß dich zusammen, es muss einfach sein! Wir werden uns alle wiedersehen, und zwar in der Hölle! Hölle der lebenden Toten. Okay, also wenn man so trivia-seitige Einträge liest zu Bruno Mattei, finde ich das Bemerkenswerteste immer wieder zu lesen. Er hat unter den Maestros des italienischen Genrefilms gelernt. Und an erster Stelle wird dort Joe D'Amato wiederholt genannt. Und ich finde es mutig, ehrlich gesagt, von wer auch immer diese Beiträge im Internet so schreibt, Joe D'Amato als Meister des italienischen Kinos zu nennen. Weil ich schätze Joe D'Amato schon so für den ein oder anderen exploitativen Streifen. Aber ja, also er ist jetzt nicht, glaube ich, so die Person, die klassisch cinephil veranlagte Menschen als Großmeister seiner Zunft nennen würden. Ich sehe das ähnlich. Also es gibt, glaube ich, sehr wenig Leute, die würden jetzt sagen, was weiß ich, Rossellini, Fellini, natürlich, Amato, D'Amato. Irgendwie ist das jetzt, das ist jetzt nicht so unbedingt die Herleitung, die ich jetzt vermuten würde bei den cinephilen Leuten da draußen. Mit viel Glück und Gottvertrauen findet man vielleicht so noch so ein paar alte, in Anführungszeichen, Recken und Reckinnen, die dann halt so sagen, ja, ich erinnere mich daran hier, der Film auf der Insel, ne, mit dem Typen, hier, verboten, bla bla bla. Ein paar andere vielleicht noch, ja, der hat Pornos gemacht. Aber dann hört es irgendwie auf, oh, oder? Ja, stimmt. Er hat vieles gemacht. Joe D'Amato hat Pornos gemacht. Ich glaube, Bruno Mattei nie. Also soweit ist er da nie gesunken, soweit ich informiert bin. Nee, tatsächlich nicht. Aber er ist auch sehr umtriebig gewesen. Er hat ja auch in fast allen Genres so ein bisschen seine Fühler drin gehabt. Ja, richtig. Und darüber wird zu reden sein. Und wir sind besonders stolz darauf, dies tun zu können an Bruno Matteis 90. Geburtstag. Oder beinahe 90. Geburtstag. In doppeltem Sinne. Erstens, weil sich genau das Datum trifft. Er ist am 30. Juli 1931 geboren. Und zum Zweiten ist er ja tot. Also ja. In doppeltem Sinne kein wirklich gelungener Geburtstag. Aber wir haben es versucht. Also, ich meine, wiederbeleben können wir ihn nicht. Aber im Gegensatz zu den Hauptdarstellern seines Films heute. Sehr schön. Bruno Mattei, diesmal hochoffiziell. Wir haben ja schon, naja, auf Umwegen über ihn geredet im Kontext von Zombie 3, der hochoffiziell ein Lucio Fulci-Film ist, aber ganz hoch inoffiziell ein Claudio Fragasso Bruno Mattei-Film. Und diesmal können wir eben sagen, hier hochoffiziell Bruno Mattei in Gänze, in Güte, zu 100%, alias Vincent Dawn. Ob das jetzt ein wirkliches Gütesiegel ist, darüber streiten die Filmgelehrten doch, wenn ich ehrlich sein darf. Aber warum dieser Film? Du hast ihn ja schon vor längerer Zeit an mich herangetragen, dann wieder verworfen mit, ach nee, es gibt doch Hübscheres. Und ich habe gesagt, nee, also wir müssen den schon noch machen. Und du sagtest, ja, okay. Also ganz ehrlich, das war jetzt auch ein bisschen gehässig von mir, dieses ganze, ja, ob der so toll ist, immer hingestellt. Bruno Mattei ist hier im Grunde genommen ein Guter. So ehrlich muss man, also ich habe auf meiner DVD hier von dem Film, den wir heute ja bequatschen, noch ein ganz kurzes Interview von ihm gesehen. Er ist jetzt nicht so merkwürdig desorientiert wie Fragasso, der häufig der Meinung gewesen ist, er hat da ganz große Kunst geschaffen, also zum Beispiel die Interviews zu Troll 2 und der ganze Kram, sondern Bruno Mattei sitzt da halt da und erzählt größtenteils, ja, wenn er seine Filme heute anguckt, die würde er gleich nochmal drehen, weil die sind eigentlich nicht gut, aber sind unterhaltsam. Und das ist halt eine sehr gesunde Einstellung von ihm, finde ich, und deswegen sage ich mal, der Mattei, der kam halt dahin und dachte sich halt, ja, die Leute wollen unterhaltsamen Film. Was habe ich denn? Keine Ahnung. Auch eine Million Lire. Ist ja nicht viel. Ja, ich mach mal was. Oder anders gesagt, Bruno Mattei macht ja keine langweiligen Filme. Sie wirken nur manchmal nicht ganz so gut. Oder noch anders gesagt, man kann, wenn man etwas schreibt, einen goldenen Füllfederhalter nehmen, aber du kannst auch einen Kugelschreiber nehmen und der schreibt ja das Gleiche.
Er sieht halt nur nicht so hübsch aus. Und Bruno Mattei ist der Kugelschreiber, aber die Miene ist schon langsam schwach. So in etwa. Ja, 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 ja. Vielleicht liegt es auch daran, dass er relativ spät zum Ruhm kam. Ich habe jetzt so zum ersten Mal ein bisschen intensiver mit seiner Biografie beschäftigt und festgestellt, also er war ja schon lange Schnittassistent, Regieassistent im Filmgeschäft involviert, aber zum ersten Mal auf dem Regiestuhl saß er dann mit Ende 30, Anfang 40. Also kein Frühstarter und so den richtig großen Durchbruch eigentlich mit Streifen wie diesem hier, über den wir heute sprechen. Hölle der lebenden Toten, sollte man vielleicht auch mal erwähnen. Mhm. Der hat auch nur Alternativtitel, den ja nicht gleich. Das war so das, wo ich glaube, das war so die, nicht die Initialzündung, aber so die nächste große Raketenstufe auf dem Weg zur Schlockmeisterkarriere. Und da war er dann eben auch schon Ende 40. Also das hat eine Weile gedauert bei ihm, muss man auch einfach sagen. Und vielleicht war deswegen auch die Kugelschreiberspitze schon so ein bisschen abgenutzt. Aber nichtsdestotrotz, ich sehe gerade, der gute Mann hat ja, der hat 55 Filme gedreht. Das ist ein saloppes Werk. Er hat sich, glaube ich, überall verdient gemacht von im Nazi-Sploitation-Genre, im Frauen im Gefängnis-Genre, im Zombie-Film, im Combat-Film, wie nennt man das denn? Söldner-Film. Und er hat noch einen Mondo-Film gedreht. Mondo Libido. Der ist, ich habe den sogar hier von Camera Obscura damals gekauft. Ist halt ein Bruno Mattei-Film. Genauso wie der Nazi-Sploitation-Film, den du gerade genannt hast, hier Casa Privata per le SS. Den habe ich ja sogar mal gesehen. Der, ist er gut? Naja, das ist halt auch die Kugelschreiber-Variante von Salon Kitty, muss man ganz ehrlich so sagen. Aber mit einem unfassbar bizarren Finale. Und das ist ja auch so ein Ding. Bei Bruno Mattei ist mir auch bei diesem Film halt aufgefallen, der dreht halt, der dreht halt im Grunde genommen Quatsch. Aber es gibt immer so 1, 2, 3 Sequenzen in Bruno Mattei-Filmen, wo ich immer so denke, ja, kann's doch eigentlich. Warum macht er das nicht immer? Dann passiert das wieder völliger Kappes. Ich finde Mattei auch schwierig tatsächlich, weil es ist wirklich schwierig, ich glaube, nachvollziehbar und glaubwürdig für die Qualität seines Werks zu argumentieren. Da gibt es natürlich so die Meister des italienischen Genrefilms der 60er, 70er, 80er Jahre, die sind unantastbar. Und ich glaube, ungleich zu vor 20, 30 Jahren, als wir noch der Menschheit wahrscheinlich erklären mussten, als kleine Jugendliche auf dem Schulhof, dass Lucio Fulci und solche Leute eigentlich doch gute Filme machen, sind solche Filmemacher, glaube ich, mittlerweile über jeden Zweifel erhaben. Also keiner stellt mehr das Genie von Fulci oder einem Dario Argento in Frage. Dann gibt es eben so Filmemacher wie der bereits erwähnte Joe D'Amato oder Luigi Cozzi, Ruggero Deodato und einfach so die, ich sag mal so die Liga, die hier und da einen guten Film machen. Ich bleibe jetzt mal so im Horrorgenre und packe jetzt nicht da auch noch so Thriller-Regisseure rein, weil das wäre jetzt irgendwie, klar könnte man da irgendwie auch noch andere nennen, Martino und Lenzi und so weiter, aber also Leute, die wirklich auch härtere Genrestoffe machen. Aber bei Cozzi und bei D'Amato findet man eben auch echte Perlen und ich glaube, einige Sachen von ihnen sind fast transgressiv gut. Und dann gibt es eben aber auch so Leute wie Mattei. Und der ist eigentlich so schon so sein eigenes Genre, weil da könnte man, glaube ich, schon argumentieren, im klassischen Sinne gutes Kino hat er nie gemacht. Es ist sehr, sehr unterhaltsam immer, meistens, also ich langweile mich ganz selten bei Mattei-Streifen, aber ich tue mich wirklich schwer damit, ungleich zu allen anderen genannten Herren, wirklich da geraden Blickes jemanden anzugucken und zu sagen, hast du den Film von ihm gesehen, der ist spitze. Ja, das kann ich tatsächlich nur sekundieren, um es mal so zu sagen. Es gibt vermutlich sehr wenige Leute, die jetzt sagen würden, Mattei, ich sag mal, dass der keinen Oscar bekommen hat, so fürs Lebenswerk, das ist unfair. Und selbst der Gag ist schon hochgegriffen. Es gibt, glaube ich, niemanden, der wirklich halt sagen würde, Bruno Mattei ist mein Lieblingsregisseur. Der Mann, das sind alles verborgene Perlen, die er daraus gebracht hat. Man muss ihn nur richtig betrachten. Aber es gibt halt, aber ich kenne halt auch einige Leute, die mögen ihn halt. Vielleicht aus den falschen Gründen, um es mal ganz böse zu sagen. Also nicht so nach dem Motto, boah, Mattei, geiler Regisseur, sondern eher so nach dem Motto, mit Bier kannst du dir schön saufen, ist ganz lustig. Aber es gibt halt niemanden, ich kenne aber auch wirklich niemanden, der wirklich so jetzt sagen würde, ey, ich hasse alles von dem Typen, was für ein Penner. Also Bruno Mattei ist, wie du gesagt hast, sehr schwer zu greifen. Ja, ich hatte ja, glaube ich, letztes Jahr oder war schon vorletztes Jahr ein etwas angespanntes Gespräch mit Daniel zu Robo-War, der alternativ auch Robo-Man heißt, dem Predator-Abklatsch von Bruno Mattei. Und da sollte man vielleicht auch noch ergänzend sagen, Mattei ist primär, glaube ich, in unseren Breiten bekannt für seine Rip-Offs.
Es gibt da sehr populäre Genre und ich mache einfach mal etwas in diesem Genre. Oder noch besser, es gibt einen sehr, sehr populären Film und ich mache einfach nochmal genau diesen Film. So, mit kleineren Mitteln, schmaleren Mitteln. Was eben auch dieser ist, über den wir heute Abend sprechen. Aber zu Roboman, ich weiß nicht, also mein Co-Host, der liebe, sehr, sehr geschätzte Daniel, der konnte ja auch sehr, sehr wenig damit anfangen. Und ich saß eben davor und dachte mir, nee, das ist eigentlich schon gut so, weil, also es ist natürlich nicht der Predator, aber es ist eben auch genau das, was ich erwartet hatte, als ich, glaub ich, damals wie heute nach dieser Videokassette griff und da macht mir eben das Cover klar, das ist ein Predator-Ripoff. Das ist im Grunde so die Essenz des John McTiernan-Films, eben ohne Budget und ohne Talent. Aber das heißt ja nicht, dass es nicht super unterhaltsam ist. Es gibt Action, es gibt Gore, es gibt nackte Tatsachen, es gibt unangenehme rassistische und sexistische Spitzen und irgendwie, also wenn man sich gerade, bevor man sich langweilt, dann lieber ein bisschen cringe. Und es ist gut. Ungefähr genau so. Also die Filme sind ja noch fürs Kino gedreht worden, aber eigentlich ist das doch die Quintessenz von Videothekenware. Also, was weiß ich, der Typ in Jogginghose und hier so eine Adidas-Jacke kommt halt in die Videothek rein, lehnt sich über den Tresen und hätte halt gesagt, natürlich damals noch die VPS-Fassung, ey, ich hab Zombie gesehen. Geil. Hast du noch so was? Und dann greift halt die fachkundige Videothekenkraft hinten ins Regal. Guck mal hier. Die Hölle der lebenden Toten. Mhm. Und dann guckt sie sich halt an und ich will jetzt natürlich niemanden, der Adidas-Jacken trägt, unterstellen, dass er jetzt intellektuell vielleicht ein bisschen simpler gestrickt ist, aber fürs Klischee reicht es jetzt halt einfach mal. Und dann kommt er halt zurück und meint halt irgendwie, es war geil, war richtig gut, sag ich dir. Ey, voll, hier, die Alte hat sich nackig gemacht und dann hier in der Vollblut, astrein, das ist noch sowas. Und dann holt man halt, keine Ahnung, Andrea Bianchi und hier Zombie Attack raus und so ein Kram. Oh ja, auch noch ein ich möchte nicht sagen, sehr geschätzter Name, aber ein erwähnenswerter Name. Ja. Kurz mal hier so die Eckpunkte abgegrast, damit wir nicht nochmal darüber sprechen müssen. Der Film ist Hölle der lebenden Toten, auch bekannt als Virus im Original oder Night of the Zombies, aktuell alternativ, glaube ich, im US-amerikanischen Bereich auch hier und da gelesen. Oder Zombie 4 auch gerne mal, Zombie Creeping Flash, glaube ich, in Großbritannien, was ich sehr, sehr hübsch finde. Mhm. Aber eben in unserem Breiten Hölle der lebenden Toten. Regie führte Bruno Mattei unter seinem Alias Vincent Dorn. Auch bekannt Bruno Mattei als Pierre LeBlanc, Stefan Oblowski, Gilbert Roussel, was ich besonders schön finde, David Hunt, William Snyder, Jordan Matthews, Jimmy Matthäus oder Michael Cardoso. Aber hier, wie gesagt, Vincent Dorn und die OFDB-Inhaltsangabe sagt dazu, geschrieben hat sie UK501, auf einem verlassenen Atoll irgendwo im Pazifik werden in einer Forschungsanstalt Versuche mit Viren durchgeführt. Nach einem Unfall werden Mitarbeiter vom neuartigen Virus infiziert. Als Folge bricht in ihnen der Drang zum Kannibalismus aus. Eine Elitetruppe wird auf die Insel geschickt, um den Schrecken zu beenden. Nach den ersten schweren Verlusten beschließt man, einen Großangriff auf das Zentrallabor zu starten. Es kommt zu einer blutigen Schlacht. Gut, wow. Also den Film hätte ich gerne gesehen. Ich wollte auch gerade sagen, können wir über den Film sprechen? Das wäre. Das klingt ja richtig klasse, dieser Großangriff am Ende auf diese Fabrik. Ja, und wenn ich dir jetzt noch dazu sage, dass Goblin die Musik zu diesem Film geschrieben hat. Also, ich muss offen zugeben, das klingt wenigstens danach, als in Dawn of the Dead einen ganz harten Konkurrenten bekommt. Nun gut, es ist nicht ganz dieser Film und das werden wir gleich vertiefen. Die Hauptrollen spielt Margit Evelyn Newton, die auch, glaube ich, nur diese Art von Film gemacht hat, bevor denn ihre relativ kurzlebige Schauspielkarriere Ende der 80er, Anfang der 90er ein Ende nahm. Franco Garofalo, Selan Karai, José Gras, Namen, die man sicher schon mal gehört hat und gelesen hat, aber ich weiß nicht, ob wir jetzt da irgendwie groß ansteigen müssen. Im weitesten Sinne. Das, also mit Ausnahme von Franco Garofalo, Garofalo, mein Gott, kannte ich hier echt keine einzige Person und den eigentlich auch nur deswegen, weil er mal in anderen Filmen mal kurz auch aufgetaucht ist. Also das ist jetzt auch nicht unbedingt, das klingt jetzt auch gemein, die Crème der italienischen Nebendarsteller. Ja, ich kenne José Gras, also oder Gras, der hier Lieutenant London spielt, zumindest ist das so ein Gesichtsbekannter. Aber ganz ehrlich, dem jetzt einen anderen Film zuzuordnen, fiel mir schwer. Yeah. Und ich möchte nicht schummeln und nachgucken, aber könnte ich jetzt, mache ich nicht. Ich habe am Anfang gedacht, ich hätte hier Siegfried Rauch gesehen als Professor im Labor dieser Hope Station, aber er war es dann doch nicht, also als Professor Meyer. Und dachte schon, ach hier,
fühlte mich zurückversetzt zu, oder in die Zukunft versetzt zu Lucio Cozzis Contamination, aber es war ein anderer, weiterer, kaum bekannter Darsteller mit einer schlechten Perücke. Wie gefällt dir der Einstieg so? Goblin, gute Musik, ne? Das finde ich ja, ich habe die deutsche Fassung geguckt und auch mal ganz kurz in die englische reingeguckt und ich finde halt zu Beginn diese treibende Melodie und dann hörst du im Hintergrund halt immer diesen Kram, wie was weiß ich, Section 9, Close oder diesen ganzen Kram. Während das Hintergrund läuft, habe ich so gedacht, das klingt jetzt irgendwie tatsächlich so wie 80er Jahre New Wave Kram, wenn ich ehrlich sein darf. Oder so ein bisschen nach Neuer Deutscher Welle. Im Deutschen kommt es nicht ganz so gut rüber, weil das halt relativ penetrant rübergelegt ist. Mhm. Aber das klingt, als wenn man das später als Techno-Beat hätte irgendwo samplen können. Aber gut, es ist jetzt ja, man sieht dann ja erstmal nur wieder so eine von diesen typischen Fabriken, Laboratorien, die man halt aus diesen Filmen kennt. Ja. Es blinkt, Leute drehen irgendwas an Hebeln, es piept wie blöd, Leute gucken total aufmerksam auf die halt Konsolen und ich frage mich mal, was macht ihr da eigentlich? Überhaupt die Annahme seitens Filmschaffender wie Matteo, und der macht das hier nicht zum ersten, also der macht es wahrscheinlich hier zum ersten, aber nicht zum einzigen Mal in seiner Karriere, die Annahme, das gemutmaßte Publikum, also wir das als glaubwürdig empfinden, uns ein marodes Kraftwerk als chemisches Labor zu verkaufen, ist auch so ein bisschen, ich möchte nicht sagen anmaßend, ein bisschen übers Ziel hinausgeschossen. Also wir bleiben relativ lange dort an dieser Lokalität, an diesem Schauplatz. Und dann da irgendwie, ich glaube so ein, zwei Minuten lang habe ich mir auch keine Gedanken darüber gemacht, aber irgendwann fragte ich mich schon, was machen die? Die laufen eigentlich mal die meiste Zeit in irgendwelchen Kellern rum und da schießt Dampf aus irgendwelchen Rohren raus und Chemikalien entweichen. So arbeitet man doch nicht. Also ich meine, gerade wir jetzt hier die Pandemie gestellt sind und irgendwie alle möglichen Einblicke bekommen haben über die Nachrichten in Labore, wo Leute dann halt Wirkstoffe untersuchen auf so irgendwie Glasplättchen. Das ist alles so hygienisch und das hier ist alles nur nicht hygienisch. Ja, wenn man mal ganz kurz, die Kamera schwenkt ja einmal ganz kurz weg von den Konsolen. Das sieht einfach ganz einfach aus, als wenn sie, keine Ahnung, so eine Art Gemeinderaum gemietet hätten. Und da den ganzen Kram reingestellt haben, weil man sieht im Hintergrund irgendwelche holzvertäfelten Wände. So. Ja, natürlich. Aber ja, was du gerade gesagt hast, da laufen die durch irgendwelche Gegenden. Ich muss auch zugeben, was mir bei der neuen Beschau jetzt mal so aufgefallen ist, der Film schindet auch gerne Zeit, wo es geht. Ja, natürlich. Und das ist halt genau so ein Kram. Und was du gerade gesagt hast, Sicherheitsvorkehrung, ich sage nur ganz kurz folgende Sache. Irgendwann unten, da laufen ja dann, also Patient Zero läuft dann irgendwann unten da herum und die finden dann halt, also er und sein Kumpel, übrigens ganz kurz, ich habe zwei Sachen aus der Synchro rausgeschrieben, die sind unfassbar. Sorry, ja. Ich muss die sagen, also die erste ist jetzt nur ein Zitat, ja, ich sage nicht, dass es gut ist, aber halt, der sagt halt echt sowas in Richtung wie, als Chemikerin ist sie eine Pflaume, aber als Pflaume ist sie klasse. Das haben die da echt reingebracht. Die Synchro wird im Laufe des Films, wird sie zurückhaltender. Aber so in der ersten Viertelstunde, die ersten 20 Minuten kommt da laut so eine Klopper bei rum. Oh, die englische Sprachfassung ist gar nicht so viel schlechter. Sie ist anders, aber ähnlich schäbig. Da sagt nämlich der eine zu dem anderen, she has nice breasts. Und der andere sagt, I'm an ass person myself. Okay. Oder die andere Sache, die ich noch ganz kurz, dann ist es schon weg. Die kommen ja später irgendwo in den Dschungel, hervorgegriffen, aber nichtsdestotrotz, da sehen sie ja dann irgendwelche Leichen rumhängen, das müssen wir auch noch nachher drüber kurz reden. Mhm. Und dann sagt der eine zu dem anderen, ey, es sieht ja nicht so aus wie du beim Kacken. Antwort, eher wie du beim Wichsen. Antwort, hahaha, aber gut, dass du mich daran erinnerst, ich muss pinkeln gehen. Ja. So war das damals. Ich habe die deutsche Sprachfassung ja lange, lange nicht gesehen, aber ich erinnere mich dunkel tatsächlich. Ich habe diesmal die englische Sprachfassung gesehen und auch festgestellt, sie ist sehr verschieden in den Gags, die sie bringen. Also wenn man die überhaupt als solche bezeichnen kann, wie man gerade raushört, glaube ich. Also das ist auch die Frage wäre zu stellen, wir werden es aber nicht tun. Aber die Tonalität ist sehr ähnlich. Es ist sehr, 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 sehr flapsig und es ist auch höchst unangemessen, diesem ernsten Szenario, im Kontext dieses wirklich ernsten Szenarios, in dem es ja wirklich um Leben und Tod geht. Aber meine Güte, der Film nimmt sich auch selber da nicht ganz so ernst. Ansonsten noch, ich merke mal gleich noch an, die arbeiten da an etwas, das heißt Sweet Death. Ja. Das ist auch so, also ich würde jetzt, wenn mich irgendeiner fragen würde, ey, willst du irgendwo arbeiten an etwas, was Sweet Death heißt, dann würde ich als erstes sagen, nicht bevor ihr euren
Public Relations Menschen mal irgendwie etwas hochgestuft habe, weil ganz ehrlich gesagt, wer sagt denn, das ist ja genauso wie Death Roll in Zombie 3. Das sagt mir doch als Aktivist sofort alles, da werde ich mal ein Auge drauf werfen. Und ja, passiert ja noch irgendwann. Aber nichtsdestotrotz, wir sind ja doch in der Fabrik. Ich fasse kurz zusammen. Zwei Leute laufen da rum und reden über die weibliche Belegschaft, nicht sehr vorteilhaft. Mhm. Und dann stellen sie mal fest, ach du Schande, die Werte springen uns hier durch die Decke. Was ist denn das da? Mhm. Eine Ratte. Ich heb sie mal auf. Und hält sie dann erstmal hoch und dann ungefähr, ich weiß nicht, 10 Sekunden lang, guckt einen nur ganz entsetzt diese zu diesem Zeitpunkt ja noch tote Ratte an, als wenn der weiß Gott, was gerade aufgehoben hat. Dann wird die Ratte lebendig, kriecht unter den Schutzanzug von dem einen Typen. Mhm. Und ich hatte zuerst noch so gedacht, na gut, okay. Ja gut, sie wird sich durchgenagt haben, aber es kommt ja der später raus, wenn er hinfällt. Nee, sein dämliches Oberteil, das fällt einfach runter. Das ist nicht im geringsten geschützt. Das ist, ja. Ja, das ist so, eher so ein bisschen so ein Imkerhelm, wenn ich ehrlich sein darf, aber der unten halt auf ist. Ich glaube, das ist ja, ich glaube, eine gute Analogie. Ja, es sieht wirklich aus, es wirkt wie ein Imkerhelm. Es wird aber direkt, es wird, glaube ich, auch einmal auf der Tonspur darauf verwiesen, dass die eigentlich, dass das Schutzanzüge sind, die schwer zu durchbrechen sind und sie vor Kontaminationen schützen und sie absolut steril sind. Hm. Ich weiß nicht, ob es jemand durchs Mikrofon schreit oder ob der eine das ins Mikro, ins Walkie-Talkie reinblafft, aber es wird zumindest einmal auf der englischen Tonspur erwähnt. De facto ist es aber wirklich so, dass in dem Moment, wo der Typ umkippt, nachdem ihm die Ratte ins Gesicht oder den Hals gebissen hat, wir sehen das ja nicht direkt, wir sehen nur, wie ihm innen an den Helm irgendwie so ein Blutflatscher klatscht. In dem Moment, in der Umfeld, irgendwie geht auch sein Helm von seinem Kopf runter und da liegt er daneben. Ich bin besorgt und ich war ein bisschen erschüttert über die maroden Sicherheitszustände in diesem Kraftwerk. Definitiv. Es ist nicht verwunderlich, dass das passiert, was danach passiert. Denn was passiert natürlich? Das Zeug, was da halt. Da muss ich mal ganz ehrlich gefragt. Also, es wird am Ende ja ein Grund genannt, aber. Wer forscht denn so einen Blödsinn? Wer sagt, wisst ihr was, ich habe die beste Idee, wir forschen jetzt mal etwas, das erweckt die Toten zum Leben. Oh, großartige Idee. Machen wir. Da steckt richtig Geld drin. Ist doch völliger Schwachsinn. Und es passiert auch genau das, was passiert. Ja. Die umfallen, die stehen gleich wieder auf. Und dann ist bald die ganze Fabrik überlaufen von Zombies. Ich glaube ehrlich gesagt, dass solche Experimente stattfinden würden, auch in unserer heutigen echten Realität, also in der wir alle leben. Ich gebe dir aber recht, man würde das wahrscheinlich nicht mit dem Codenamen Sweet Death belegen oder mit dem Arbeitstitel, sondern dann wahrscheinlich das sowas nennen wie, weiß ich nicht, Google 2.0 oder sowas. oder irgendwas Unscheinbareres, wie einer der Namen, die hier die ganzen Lieferdienste tragen, die alle aus dem Boden schießen. Irgend sowas ganz Lustiges. Ne? Super. Ja. Du meinst, also hinter der Fassade von Lieferando, da werden gerade lebende Tote gezüchtet. Ja, Funny Juice oder sowas. Yeah. Ja. Aber dass man, glaube ich, für die Kohle alles macht oder für aus dem Grund, der ja dann am Ende des Films genannt wird, den wir jetzt noch nicht spoilern möchten, der aber wirklich bahnbrechend und schockierend ist. Ich glaube, das wird man heute auch noch so machen. Also hier in unserer echten Welt. Ich traue mittlerweile allen Menschen alles zu. Ja, das machen die letzten anderthalb Jahre aus einem, ne? Corona hat ja bewiesen, niemand hat Moral und Macht gleichzeitig oder Geld. Also das funktioniert nicht zusammen. Aber ich muss zugeben, ich finde, deinen Vorschlag fand ich gerade toll. Mal angenommen, die hätten dort echt den Codenamen Funny Juice und hätten vorne ein riesengroßes Plakat mit irgendeinem lustigen Clown oder irgendeinem Blödsinn. Sowas richtig klischeehaft Lustiges und dann geht da die Luzi ab. Das hätte ich irgendwie toll gefunden. Tolle Idee. Ja. Aber leider ist Bruno Mattei nicht ganz so originell. Ich finde es ja noch ganz gut, bevor wir dann erstmal wegkommen von der Fabrik, ist ja noch wieder der Doktor, nachdem er die ganzen Zombies da jetzt alles übernehmen, in sein Büro reinrennt, noch was aufnimmt und dann echt so sagt irgendwie, oh Gott, was haben wir getan? Alles schlimm, schlimm. Und ich ihm zurufen möchte, ja, das Zeug heißt Sweet Death und hat ein nicht ganz hehres Ziel, wie wir später erfahren. Was hast du denn erwartet, du Vollidiot? Ja. Es gibt auch wirklich, das fand ich interessant, so als Stilmittel. Und ich achte wenig bei Mattei normalerweise auf Inszenierungsstil oder auch die Montage. Aber da gibt es so einen Jump-Cut, um, glaube ich, auch so eine Art Zeitsprung zu visualisieren mit dem Professor, der ja erstmal unten irgendwo im Keller steht und dann plötzlich in seinem Büro in der Tür. Und der Film, also auf so einer erzählerischen Ebene moderiert das gar nicht an. Der ist dann einfach plötzlich wieder in seinem Büro. So, er steht unten im Keller, kreischt,
was alle tun in diesem Film. Also es wird immer hysterisch geschrien. Ja. Früher auf dem Schulhof bei uns hätte man gesagt, du kreischst wie ein Mädchen. Und hier ist das ja also mittlerweile auch völlig zu Recht, völlig aus unserem Sprachgebrauch verschwunden. Aber hier in dem Film, da fühlt man sich an solche Zeiten erinnert. Weil egal was passiert, und es sind eben überwiegend Männer, denen irgendeine Art von Bedrohung begegnet, es wird gekreischt wie sonst was. Also keiner ist irgendwie professionell. Und wenn es nur so ein bisschen grüner Dampf ist, der aus dem Rohr entweicht, und eben auch der Onkel Doktor Wissenschaftler, der dann plötzlich in seinem Büro steht. Und ich fand es ganz interessant, dass er irgendwie diesen Schritt gegangen ist, einfach über so eine Schnittfolge zu quasi kommunizieren an uns. Ja, es ist Zeit vergangen und wahrscheinlich sind uns alle im Labor infiziert, denn wir sehen es ja nicht. Also wir müssen ihm ja glauben. Der sagt, okay, die Kacke ist am Dampfen, alles ist verloren. Gnade uns Gott. Dio mio. Ja. Schnitt zu. Irgendwo anders hin. Genau. Ein von Terroristen mutmaßlich besetztes Haus. Exakt. Und dann kommen wir zu der Stelle, wo wir feststellen, Bruno Mattei hat Dawn of the Dead Zombie gesehen. Oh ja, auf jeden Fall. Ich muss echt zugeben, die Chruspe, mit der da ganz einfach, also man muss ganz klar sagen, wir haben dort eine Spezialeinheit. Mhm. Und diese Spezialeinheit läuft halt in den Uniformen rum, die halt zu Beginn die zweite Hauptfiguren von Dawn of the Dead haben. Mhm. Ich hab ja so bei mir, also muss noch ganz kurz zu sagen, ich habe ganz kurz gedacht, das wäre ja irgendwie lustig, eigentlich ist das hier eine Nebenepisode von Dawn of the Dead, die gehören der gleichen Spezialeinheit an, aber so wie sie sich verhalten, werden die eher nicht so gerne genommen. Weil das sind, ganz klar muss man sagen, entweder Arschlöcher oder geistesgestörte Mörder. Ja. Also sie dringen ja ein in dieses Haus und dann sagt halt der eine, hey, Waffe weg. Und dann ist sie überwältigt. Und dann taucht von hinten Franco Garofalo auf und schneidet ihm die Kehle durch. Einem Wehrlosen. Ja. Sie freuen sich sehr darüber. Das über jeden erlegten Menschen, muss man ja auch sagen. Also ganz ausdrücklich. Das sind ja zu diesem Zeitpunkt keine Zombies oder sonst wie von einem Virus infizierte Personen, die da rumlaufen. Das sind ja einfach nur, ich glaube, es wird zu Beginn sogar irgendwo so im Off auf der Tonspur kommentiert, das könnten vielleicht sogar einfach Umweltschützer sein oder irgendwelche Aktivisten. Man weiß es ja auch nicht genau. Dann kommt so da ein Journalist reingestolpert, sagt, sind es diesmal die Palästinenser, Iraner oder wer ganz anders? Die wissen ja gar nicht, mit wem sie es zu tun haben, bringen aber mal präventiv alle auf möglichst bösartige Weise hinterrücks um. Und deswegen behaupte ich mal ganz einfach, die gehören der gleichen Spezialeinheit an. Und es wurde halt mehr oder minder gesagt, so während wir halt versuchen, in der Stadt alles zu regeln, sendet die mal irgendwo an irgendeine amerikanische Botschaft, dann bauen die nicht noch mehr Müll. Ja. So in etwa. Also die Ausstattung, klar, die Kostüme sehen 1:1 so aus. Wir haben ein Feuergefecht im Treppenhaus. Alles wirkt wirklich wie 1:1 aus dem ersten Zombie-Film von Romero, also dem zweiten Dawn of the Dead, geklaut. Also ich weiß nicht, ob das bewusst so getan wurde. Einer der des SEKs, ich nenne es jetzt mal so, dieses Einsatzkommandos, das da rumläuft, er hat auch so ein bisschen die Statur von Scott Reiniger, der Roger spielt in Dawn of the Dead. Insofern, dass er auch ein relativ kleiner Mann ist, möchte ich jetzt mal sagen. Das wirkt alles wirklich sehr, sehr hingebungsvoll plagiiert. Also fast schon so, dass es wieder so eine eigene Art von Kunststatus erreicht, Kunstform ist. Fast schon Hommage. Ich sage ja auch mal ganz gerne, ja. Franco Garofalo. Sieht ein bisschen genau, aus. Es ist kein Rip-Off, es ist ein Hommage. Dankeschön, das mag ich. Aber hier der gute Franco Garofalo sieht ein bisschen aus wie Dario Argento, wenn ich ehrlich sein darf. Er trägt die Argento-Frisur. Nach einer durchzechten Nacht. Ja, auf jeden Fall. Oh, und natürlich, warte ganz kurz. Wir dürfen nicht vergessen, Mattei hat hier als Pseudonym Vincent Dawn genommen. Ja. Also, ich denke mal, ich stelle mir gerade vor, wie Mattei da und seine Leute sich krank gelacht haben hinter den Kulissen und dann, mal gucken, was wir jetzt hier wieder irgendwie für eine Anspielung reinbringen. Wir sind so cool. Es hat sich so ein bisschen, ich glaube, der unverblümte Hinweis auf den Film, den er plagiiert hat, sich so ein bisschen verlaufen im Laufe der Jahre, weil ich glaube, er hat dann das Pseudonym Vincent Dawn noch für 5, 6, 7 weitere Filme verwandt, die auch teilweise nichts mit Zombies zu tun haben. Ich bin mir relativ sicher, aber du hast natürlich recht, das ist ein Schenkelklopfer. Vor dem Herrn. Ja, vor dem Herrn. Und natürlich noch Goblins Musik im Hintergrund.
Ja. Und also ich wollte auch nochmal hinzufügen, ich habe jetzt nicht nur auf Siegfried Rauch verwiesen, weil er eben eine ähnliche Type spielt in Kontamination, dem Luigi Cozzi-Film ein paar Jahre später, wie hier dieser Wissenschaftler, den ich namentlich nicht nennen kann, weil mir sein Schauspieler unbekannt ist. Auch der Score von Goblin ist ja überwiegend dem Luigi Cozzi-Film entliehen. Also vor allem eben das Main Theme. Das wird auch eben hier wieder immer aufgespielt. Zu Beginn und zum Ende zumindest. Und dann immer zwischendurch auch wieder. Aber ich glaube, das, was während dem Angriff auf die Botschaft gespielt wird, das ist aus Dawn of the Dead, oder? Das ist aus Dawn of the Dead, ja, auf jeden Fall. Ja. Ich tue mich schwer damit, ehrlich gesagt, zu rekapitulieren, was da genau passiert, weil ich es nicht wirklich verstanden habe, woher das kommt. Weil wir ja auch ganz schnell nach dieser Episode in diesem besetzten Haus ganz woanders sind auf der Welt. Ja, also und ich überhaupt so die Geografie des Ganzen nie so richtig durchschaubar fand und eigentlich erst zum Ende hin gemerkt habe, ach, die sind in dem Land, nämlich Papua-Neuguinea offensichtlich, in dem sich auch dieses chemische Labor / marode Kraftwerk befindet. Ja, das ist halt, also Zeit und Raum spielen ja keine Rolle. also die vier Leute vom SEK, also diese Aktivisten, die diese Botschaft besetzt haben, die wissen anscheinend, was in Papua-Neuguinea vor sich geht. Mhm. Aber sagen es halt anscheinend keinem oder machen nur merkwürdige Anspielungen. Also ich sag's mal ganz kurz so, das sind auch relativ inkompetente Terroristen. Ja, könnte man sagen, ja. Weil die sagen die ganze Zeit, wir schießen jetzt gleich die Geiseln. Und dann, da werden schon Tränengasbomben reingeworfen, der ganze Kram. Und die stehen immer noch da und stellen sie sogar noch nebeneinander, damit sie auch wirklich abgeschossen werden können. Ja. Es ist natürlich kein echtes Tränengas, was man benutzt hat hier für die Requisiten. Deswegen, ich glaube, keiner hat den Schauspielern gesagt, sie müssen jetzt irgendwie, dass ihre Augen gleich verätzt sind oder so. Ja. Dann habe ich gedacht, ach cool, jemand hat die Nebelmaschine angemacht. Jemand Trockeneis ein bisschen reingeworfen in den Raum. Sie werden doch erschossen und dann sagt halt der Oberterrorist, also der Oberumweltschützer dort, ja mehr oder minder, ihr werdet alle sterben, ihr werdet alle zerfetzt werden und ist er tot. Es ist jetzt nicht unbedingt so Mark Twain, also ein Mark Twain-Zitat zum Ende, wenn ich ehrlich sein darf. Da wäre es toll gewesen, wenn auch sowas gekommen wäre wie, wenn in der Hölle kein Platz mehr ist, kehren die Toten zurück auf die Erde. Ja, weißt du, irgendwie das ganze Szenario und die Inszenierung auch, ich glaube auch Matthäus so menschlich persönlich macht, ist, dass er eben wirklich, wie nennt man das, hard on his sleeve, also er trägt wirklich, glaube ich, sein Anliegen und sein Herz offen zur Schau. Er macht nie einen Hehl daraus, aus dem, was er will. Er möchte plagiieren, er möchte genau die Geschichte erzählen, genau die Botschaft vermitteln, die ihm auch Dawn of the Dead hat, was heißt Botschaft, die einfach das Narrativ plagiieren oder eine Hommage drauf machen, so gut wie es eben geht. Und ich finde das gut. Also es wirkt alles so ein bisschen unbeholfen, aber die Szenarien sind nicht verkehrt. Ich habe mir bei ganz vielen Szenen auch gedacht, als er eben auch eben als dieses prophetische Unheil da verkündet wird von einem der Terroristen, Aktivisten, wer weiß das schon so genau, dachte ich mir, diese Szene könnte in einer etwas sorgfältiger erzählten Geschichte, wäre die durchaus okay. Die ist ja nicht schlecht inszeniert und der Schauspieler ist ja auch einigermaßen kompetent, der die Dialogzeile darbietet. Aber das, was wir eben vorher gesehen haben, gibt das einfach nicht her. Das unterstützt einfach nicht die Melodramatik und das Spannungsmoment des Gezeigten, weil da ist einfach nichts. Weil ich bin als Zuschauer immer noch in dem Status, ich muss erstmal mein Gehirn sortieren. Wo sind wir eigentlich? Wer sind diese Leute? Was machen die da? Oh Gott, warum bringt er den um? Was? Wer ist der denn? Ach, jetzt ist er tot. Also der Film lässt mir keine Zeit zum Atmen, lässt meinem Hirn keine Zeit zum Atmen. Aber ich glaube, in einem etwas sorgfältiger gefilmten, geschnittenen Film, wäre das eine gute Szene. Es gibt ja Sequenzen, die sind entweder genuin gut oder sie könnten gut sein. Mhm. Aber wie du gerade gesagt hast, hier kommst du ja gleich zum Atmen und dann zwischendrin wird noch ein, zwei Mal rausgeschnitten, wo irgendein Reporter irgendwelchen Quatsch erzählt. Wer ist denn das da? Was machen die denn? Ah, das ist unser SEK-Team. Ja. Oh, film mal. Toll. Was? Wie? Wieso sind da Filme? Was? Wie sind wir wieder drin? Ich glaube, Matthäus hat sich im Nachgang ein bisschen rausgeredet, damit das eben eine Auftragsarbeit war und er auch mit dem Drehbuch von Fragasso nicht so zufrieden. War da eigentlich schon die Ehefrau von Fragasso daran beteiligt? Frau Trudi? Keine Ahnung. Ich bin auch nicht so sicher, aber er hat einige Verantwortung darauf geschoben, auch dass das spanische Produktionsstudio eine andere Erwartungshaltung hatte an den Film als er. Er wollte eben etwas eher tonal leichteres und die wollten eben ein wirklich zynisches, actionreiches Dawn of the Dead, quasi Plagiat. Ich weiß nicht, ob das so funktioniert. Ich weiß nicht, ob die Filmwelt so funktioniert. Also hätte er sich, sagen wir mal, davon reingewaschen, von diesem Verdacht der Inkompetenz oder des oder sonst wie und hätte jetzt in den Jahren darauf nur ganz, ganz tolle Filme gemacht, hätte ich gesagt, okay, ich glaube dir, Bruno Mattei. Daher aber Nachhölle der lebenden Toten
eigentlich immer wieder diese Art von Film macht, da denke ich mir, der muss schon dahinter gestanden haben. Er war halt, das klingt jetzt vielleicht böse, ein Auftragsregisseur. Ich glaube natürlich. Ich glaube halt irgendwie auch nicht, dass hinter irgendwelchen Filmen von denen so wirklich sowas stand wie, den will ich jetzt machen. Das ist jetzt meine Vision, ich will den Leuten was sagen. Also keine Ahnung, vielleicht noch in seinem Frühwerk, aber halt bei dem hier sehe ich jetzt ehrlich gesagt nicht, dass er dann so sagt, so, aber jetzt, ich will das Zombie-Genre auf ein neues Level bringen. Dawn of the Dead hat vorgelegt und jetzt zeige ich mal, wie es richtig gemacht wird. Bin ein riesiger Fan von dem Genre, deswegen los geht's. Nee. Ja. Ich muss lachen, weil du sagst, vielleicht in seinem Frühwerk, weil sein Frühwerk eben Werke enthält wie irgendwie Casa Privata per la SS, also ja, auch bekannt als SS-Girls oder Emanuels Rache und sowas. Also das ist sein Frühwerk. Ja, sage ich ja, da stand er noch hinter. Ja. Das sind vielleicht die Werke, für die soll man sich an ihn erinnern. Mhm. Ja, gut, okay. Fällt zusammen. Ja. Wie auch die Logik des Ganzen, was jetzt passiert, weil. Jetzt sind sie ja ganz offensichtlich in Papua-Neuguinea angekommen und tragen darüber genau die gleichen Uniformen. Mhm. Das finde ich auch toll. Man würde ja vielleicht meinen, okay, jetzt sind die irgendwo im Dschungel, es ist heiß. Mhm. Da würde ich ja vielleicht irgendwie was in Anführungszeichen Luftigeres anziehen, aber doch nicht bitte den Kram, mit dem ich noch vor, ich weiß ja gar nicht, wo die verdammte Botschaft gewesen ist, aber noch vor ein, zwei Tagen in der Botschaft irgendwelche Leute erschossen habe. Mhm. Das ist ja völliger Blödsinn. Aber nichtsdestotrotz, das Ganze führt jetzt zumindest in eine von den Sequenzen, die ich tatsächlich eigentlich ganz gut gelungen finde. Oh und ja. Und sie könnte richtig gut sein, wenn es sich ein bisschen mehr Mühe gegeben hat. Aber wir schneiden jetzt halt zu einem Pärchen, das halt noch zwei andere Hauptfiguren einführt. Die von dir schon erwähnte Margaret Evelyn Newton als, wie hieß sie nochmal, als Lia. Pierre. Gabriel Rinom als Pierre. Die wohl entweder, die sind glaube ich ein Paar oder sind die nur Kollegen? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ich weiß nicht, er flucht sehr über das Kind auf ihrem Schoß. Und ich gehe mal davon aus, dass er damit nichts zu tun haben will. Woher kommt das Kind überhaupt, wäre die nächste Frage. Ja, nee, es sind jetzt, genau, es sind ja vier Leute in dem Wagen jetzt. Also die beiden, die ich jetzt genannt habe, die rennen ja dann mit unseren beiden Leuten rum. Naja, sagen wir mal so, wenn jemand, also ein liebevoller Partner innerhalb einer Partnerschaft würde, glaube ich, sich nicht so abfällig über ein Kind äußern und irgendwie so untätig daneben sitzen. Also ich glaube, ich habe nicht das Gefühl, dass sie ein Paar sind. Also mir hat da nichts signalisiert, die beiden lieben sich in irgendeiner Art und Weise. Okay. Aber überhaupt scheint hier niemand irgendwen anderen zu lieben in diesem Film. Ja, es ist eine Welt des Hasses. Ja. Vielleicht wollte Mattei auch das sagen. Der Mensch ist dem Menschen ein Wolf und am Ende verschlingen sich alle. Ich glaube, das vielleicht kannst du weglassen. Also wenn man die Pointe des Films kennt, die Schlusspointe. Ja. Naja, anyway, wir haben jetzt halt unsere beiden Reporter, die halt noch im Wagen sitzen und dann sich mal aufmachen, um Wasser zu holen. Mhm. Und dann bleibt halt, ob die jetzt ein Paar sind, weiß ich halt, wie gesagt, jetzt auch nicht, die Leute, die beiden mit dem Kind dort sitzen, das Kind ist gebissen worden und die Frau von den beiden gibt ihm mal das Kind und geht mal kurz durch die Stadt Stromern und ich finde das tatsächlich nicht ganz unheimlich, um es mal so zu sagen. Die Stadt ist halt größtenteils verlassen, da ist niemand, sie geht halt in diesen Raum dort hinein und da ist halt irgendwie ein Typ, der sich irgendwo rüberbeugt, sieht aus wie ein Pastor. Sie spricht ihn an und er dreht sich um und sein halbes Gesicht ist schon weg. Währenddessen stirbt halt das Kind, wacht aber gleich wieder auf, sieht nicht so aus, als wenn es jetzt kuscheln möchte, um es mal ganz klar zu sagen. Unsere beiden anderen Hauptfiguren sind halt am Wasser und auf einmal tauchen da auch lauter ziemlich übel aussehende Leichen auf und dann kommt unser Soldatenteam dort hinein. Das ist durchaus gut gemacht. Ja, wobei sich da eben auch die Frage stellt, die sind dort eben zu lange, also so lange zumindest, dass ich mir irgendwann die Frage stelle, was machen die da eigentlich genau? Also überhaupt, warum sind die erstmal da? Weil das ist ja offensichtlich auch ein News-Team, ein Kamerateam. Mhm. Der eine ist ja Kameramann. Aber die sind ja keine Nachrichtenreporter. Ich glaube, die drehen eher, weiß nicht, die machen eher ein Fotoshooting mit einem angeblichen Starlet, weil eher. Genau, die beiden meine ich ja. Ich meine, vielleicht reden wir über zwei andere Leute. Also das sind Lia und das sind Pierre, die beiden. Und die beiden, die noch im Auto bleiben, die sind, glaube ich, ein Paar. Ah, okay. Mhm. Weil die sagen ja auch irgendwie, er sagt auch, ja, warum haben wir das Kind mitgenommen? Das war völliger Blödsinn hier in den Dschungel. Bist du bekloppt gewesen? Ja, aber es musst du doch mit hier, weil ansonsten Entwicklungsstörung. Ach, alles klar. Ja, die beiden sind ein Paar, so wie die sich ankeifen. Ja. Genau. Bei Lia und Pierre, ich glaube, ich war deswegen ein bisschen verwirrt, weil Pierre Max heißt auf der englischen Tonspur. Ah, okay. Asche auf mein Haupt, ja. Ich glaube, na, die beiden sind kein Paar. Aber er würde gerne, ich glaube, die Konstellation ist, er würde gerne und sie hat keinen wirklichen Bock. Ob aus den beiden was hätte werden können, ja, genau. Werden wir nicht mehr erfahren.
Ja, die Szene ist gut, die Szenerie ist gut. Also die hat auf jeden Fall authentische Spannung zu bieten, möchte ich auch sagen. Wie gesagt, also für meinen Geschmack dauert sie ein bisschen zu lange, sodass ich beginne, mir Fragen zu stellen. Warum machen die eigentlich genau das, was sie tun? Warum sind die auch alle so, was ja auch ein grundsätzliches Defizit ist, des Personals in dieser Art von Film, warum sind die alle so passiv? Warum passieren diese schlimmen Sachen um sie rum und die können nichts tun, außer eben entsetzt davor stehen? Oh ja. Und manchmal finde ich das eben auch ganz gelungen. Es gibt ja auch manchmal so, also das ist ja auch in Fulci-Filmen sehr, sehr beliebt, dass sie absolut erstarrt sind, ob des Horrors, den sie da bezeugen müssen. Und ihnen dann eben auch der ganze Körper dann quasi so einfriert. Und ich kann das super gut nachvollziehen, dieses Gefühl. Aber in diesem Fall reicht einfach das Können seitens der Matei, aber eben auch das Können seitens der Schauspieler nicht aus, um das glaubhaft zu vermitteln. So stehen die eben einfach alle nur da und kreischen wieder mal. Und ich denke, warum tut ihr denn nichts? Es ist ja nicht nur das. Also bei der ersten Szene, wo dann halt unsere beiden Leute, also hier Max bei dir und Pierre bei mir. Nennen wir ihn Pierre, ja. Ja, genau. Und Lia da halt rumstehen, das ist tatsächlich komplett Inkompetenz, weil auf einmal sagt er ja, da kommen ja welche. Wo? Ja, dort. Und sie stehen echt nur rum und das ist ja noch nicht mal so, also wenn sie jetzt wenigstens vor Angst erstarren würden, aber sie sind doch mehr oder weniger quicklebendig und wedeln da herum. Also das ist, man muss sich das echt so vorstellen, übertrieben gesagt, sie kommen näher. Ja. Mhm. Oh Gott, schau doch mal. Die sind ja verunstaltet. Ja. Ja. Oh mein Gott, sie kommen ungefähr genau so. Und quasi, die sind quasi schon in Bissweite und dann, komm, wir. Nee, er sagt zumindest auf Deutsch noch irgendwie, am besten machen wir gar nichts und bleiben ruhig. Ja, guter Tipp. Dann rennen sie mitten durch sie durch. Also noch nicht, da ist links und rechts ist Mustafplatz, aber nein, sie rennen direkt durch die 4, 5 Zombies, die da vorhin stehen, werden noch nicht erwischt, aber. Das ist halt so der Punkt, wo man halt so denkt, das könnte eine richtig gute Szene sein. Da ist Potenzial drin, da kommt irgendwas aus dem Dschungel und es werden immer mehr. In der Hand von einem Regisseur, der wirklich was drauf hätte, könnte das eine Szene sein, wo man so denkt, heieieiei. Mir fällt nämlich gerade ein, es gibt etwas von David Lynch. Harter Vergleich. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, wie der verdammte Film heißt. Es ist irgendwie so ein ganz, ganz frühes Werk von ihm, wo er mit der Kamera experimentiert hat. Da siehst du halt echt nur ein Feld und von hinten kommt irgendwas, irgendein Typ auf dich zu. Wenn er dann nah ist, wenn er dann wirklich nah ist, wird es lächerlich, weil es ist nur irgendwie so ein Kasper-Ding. Aber das kann wirken, wenn irgendwas aus der Ferne kommt und du weißt nicht, was es ist. Und das gelingt David Lynch schon mit seinem ersten Film mit irgendeiner Handkamera. Und Bruno Mattei hat zu diesem Zeitpunkt schon mehr oder minder viele Filme auf der Pfanne. Und es kommt dann echt nur irgendwie, was machen wir denn jetzt? Weiß nicht, lass mal stehen bleiben. Vielleicht wollen sie ja nur reden. Das ist halt, das ist manchmal echt so frustrierend bei ihm. Also ich sehe in fast allen Filmen, die ich von ihm gesehen habe, da sehe ich einen guten Film ja eigentlich drinne. Aber dann hast du halt Bruno Mattei, wenn du ihn halt im Interview gesehen hast, dann weißt du halt schlicht und ergreifend, das war ihm einfach scheißegal. Ja. Es wären gar nicht so viele Schrauben, glaube ich, an dem, die man drehen müsste. Aber das ist auch, glaube ich, tatsächlich, ich mag ja Hölle der lebenden Toten. Ist ein schlechter Film. Aber ich mag ihn trotzdem, weil er einfach durch und durch unterhaltsam ist. Ich langweile mich nie und das ist eigentlich eines der höchsten Komplimente, dass ich Filmen aussprechen kann. Also wenn ich mich nicht langweile, haben sie sowieso schon mal einen Stein im Brett. Da müssen sie nicht mal besonders gut sein. Und Hölle der Toten, lebende Toten ist nicht besonders gut, der ist einfach nur schlecht. Aber der hat hier unter Potenzial und das habe ich eben, das sind so, glaube ich, die einzigen Sachen, die mich authentisch wirklich geärgert haben, wenn ich so Momente sah, in denen ich oder Sequenzen sah, die hätten funktionieren können, wären sie etwas sorgfältiger eingebettet worden in die Dramaturgie des Films, in die Geschichte, die der Film erzählt. In dem Fall, also diese ganze Sequenz hier mit den Touristen, Schrägstrich News-Team, Schrägstrich Fotoshooting-Abgesandte mit Kind an der Backe, wer auch immer, warum auch immer die da gelandet sind, dachte ich mir, hab ich mich so über diesen Goblin-Score geärgert, der gut ist, aber man hört eben raus, dass es ein eingekauftes Stück Musik ist, und was nicht zu den Filmbildern passt, weil keinerlei Modulation drin ist in der Stimmung des Scores. Der ist eben immer auf 180. Das geht eben die ganze Zeit. Und das ist gut, wenn eben hier Lia von den Zombies gejagt wird oder die andere. Aber wenn das Kind eben da zombifiziert aufwacht und sich dann so langsam erhebt und das soll eben bedrohlich wirken und so ein Gefühl, glaube ich, auch von Schauer, von Dread vermitteln, dann passt das nicht mehr. Aber die Tonspur geht einfach hemmungslos so weiter. Der Soundtrack nudelt einfach weiter. Und hat mich ein bisschen traurig gemacht einfach.
Weil hätte man Stimmung reinbringen können. Ja, aber vielleicht sollte das zu diesem Zeitpunkt halt diese treibende Stimmung bringen, die dir halt sagt, okay, jetzt geht's richtig um die Wurst, jetzt geht's ans Eingemachte, jetzt passieren diverse Sachen gleichzeitig, jetzt kann alles passieren. Passiert ja auch. Ich muss halt zugeben, wie es mit dem Kind umgeht, ist echt unangenehm. Ja. Aber auch da ist so eine Stelle, ich habe mich halt die ganze Zeit gefragt, während die halt hinten rumstehen, schießen die jetzt eine Minute lang auf das arme Kind. Ich meine, es ist zwar ein Zombie, aber das kommt echt so rüber, als wenn die Minute lang immer auf das Kind entschießen, während halt mal irgendwann Franco Garofalo ankommt und sagt, schießt in den Kopf. Ja. Weiß ich nicht. Das ist auf merkwürdig teilnahmslos. Ja. Es ist ja so, ein Gedanke, der mir durch den Kopf ging, als ich diese Filmbilder sah, war, ich glaube, dass sie Teile dieser Szene zumindest ohne das Kind gedreht haben. Wahrscheinlich, um das Kind zu schützen, aus gutem Grund. Das ist auch durchaus sinnvoll bei dieser Art von Szenario. Du willst ja keinem 10-jährigen Kinderdarsteller sagen, und in der Szene schießen die 10-mal auf dich und dann kommt dir der eine noch an, Santoro, und schießt sie noch in den Kopf 2-mal. Mhm. Also haben die den da rausgenommen. Aus der Szenerie, Mutti ist gekommen und den abgeholt, hatte den schönen Drehtag, ja, gut, was machen die anderen? Ach, keine Ahnung, die sind gerade beim Catering-Bus, wie auch immer, Mutti fährt mit dem Kind nach Hause, die anderen kehren wieder zurück ans Set und keiner hat denen gesagt, worum es eigentlich geht in der Szene, die sie jetzt drehen. Nämlich, dass sie so schräg an der Kamera vorbeigucken auf irgendwas, was da am Boden liegt, den Zombie-Jungen, den sie aber nicht sehen können, weil Mama hat ihn mit nach Hause genommen, und ihnen erklärt, was sie da genau machen. Und dann stehen die alle so eben extrem teilnahmslos rum und ballern einfach auf irgendwas außerhalb des Bildkaders. Und das funktioniert ebenso nicht. Weil also kein Militär, kein Söldner, kein Mitglied eines SEKs ist doch so abgezockt, dass sie einfach so einen kleinen Jungen da totschießen und nichts dabei spüren. Oder doch? Ist das auch ein Kommentar? Santoro ist im weitesten Sinne wahnsinnig, muss man ganz klar zu sagen. Also man kann Franco Garofalo jetzt eine Menge vorwerfen, aber nicht, dass er in sich gekehrt ist. Aber Lia steht die ganze Zeit daneben und schreit. Schreit wie am Spieß und die Soldaten so, ja, just another day at the office. Ja, allerdings bei aller Liebe, Lia schreit eigentlich eine ganze Menge. Ja. Also es gibt manchmal so Phasen, wo ich dann auch so gedacht habe, kannst du mal bitte einfach was anderes machen als schreien? Renn doch zumindest. Ja. Ja, Figurenzeichnung ist vielleicht nicht ganz das von Frank Gastor, obwohl sie sich ja tatsächlich bemühen so zwischendrin. Also es kommen ja später auch Szenen, die mir halt auch näher bringen sollen. Ja, okay, das sind halt echte Charaktere, das funktioniert halt meistens nie. Ja, stimmt, sie bemühen sich ja, aber in dem Moment sind wirklich alle so komplett psycho- oder soziopathisch, wie auch immer. Mhm. Komplett teilnahmslos. Oder etwas zu begeistert von dem, was sie tun. Und auch das vielleicht einfach ein Kommentar auf sozialpolitische Geschehen, gesellschaftspolitische Geschehen. Mit der Fragestellung, wer ist das wahre Monster? Zombies oder der Mensch? Ich finde das gut, dass du dem Film so einen Kredit gibst. Naja, ist ja auch alles von Romero geklaut. Ja. Deswegen. Ja. Gut, ich wollte auch noch mal ganz kurz sagen, ich mag den Film ja auch. Das klingt jetzt hier vielleicht auch mal so nach, als wenn, aha, guck mal, der Biesmacher nicht, wa? Denkt er jetzt, weiß Gott, was für ein cinephiler Herr, weil er sich mal irgendwie einen Film von Godard angeguckt hat oder irgend so ein Quatsch. Nein, das ist ja ein rundum unterhaltsamer Film. Wie du gesagt hast. Wir würden ja nicht drüber reden, wenn wir nicht dem auch ein Mindestmaß an Anerkennung zollen würden. Und das gilt eigentlich für so ziemlich jeden Matei-Film, den ich gesehen habe. Also ob es jetzt der ist, ob es jetzt hier The Rips 3 ist, ob es sogar SS-Gürtel ist oder The Other Hell, das sind alles Filme, die gucken sich echt gut weg, ganz einfach gesagt. Und sie sind zu diesem Hauch von einem gewissen What-the-fuck-Wahnsinn angesehen, dass man danach echt darüber noch reden kann. Jetzt beginnt übrigens der Teil des Films, in dem wir ganz viel Stock-Footage haben. Also Archivbilder aus anderen Filmen, die relativ lange auf sich warten lassen. Aber ich habe jetzt die Zeit natürlich nicht genommen. Aber ich sage jetzt mal so Pi mal Daumen, zur Hälfte des Films beginnt der Film eben sehr, sehr viel Zeit zu strecken, zu schinden. Mit dem Reinschneiden von Archivaufnahmen aus Naturdokumentation, aus dem, ich glaube, Barbet Schröder-Film, glaube ich, La Vallée des Morts. Auf jeden Fall jede Menge Zeug, das sie eingekauft haben. Mutmaßlich ohne das Wissen der beteiligten Künstler und Künstlerinnen hinter den Filmen, die sie da einfach ausplündern. Jetzt wird es so ein bisschen doof, ehrlich gesagt. Also für mich der schwächste Abschnitt des Films. Ja, definitiv. Diese Naturbilder im weitesten Sinne dominieren. Ich weiß, dass der Vergleich hinkt jetzt total, aber manchmal sind die Bilder auch so merkwürdig reingeschnitten und auch so ein bisschen blass oder was ich versucht, dass ich gedacht habe, ist das jetzt eine Jess Franco-Hommage oder sowas in der Richtung? Vermutlich nicht, aber vermutlich würde jeder andere sagen, ja, was erzählst du eigentlich für einen Müll? Aber ganz kurz kam mir der Gedanke tatsächlich. Ich glaube, manchmal sind sie auch so richtig doof, das fand ich schon wieder gut. Ich glaube, es gibt einfach später wirklich eine Szene, die so einigermaßen herzzerreißend sein und da werden dann einfach Pelikane reingeschnitten und ich dachte, das ist fast schon so ein bisschen, als ob Matthäus seinen eigenen Film trollt.
Aber dann haben wir eben auch Sachen, die offensichtlich nur dafür da sind, um einfach Zeit zu schinden, wenn zum Beispiel die Militärjungs da landen und Santoro und wie sie alle heißen, sich unterhalten. Und ab und zu wird einfach der Dialog unterbrochen zwischen dem, um, weiß ich, einen Wüstenfuchs und eine Hyäne zu zeigen, die ein Eichhörnchen jagt. Und ich glaube, das klingt lustiger, als es ist. Ja, es stimmt, aber wenn man es erzählt, ist es halt auch lustig, weil man kann es echt auch nicht wirklich so rüberbringen in der Erzählung, weil es stimmt halt wirklich. Eine ganze Zeit lang, so aus dem Nichts heraus auf einmal ein Bild von irgendeinem Kolibri, der durch die Gegend fliegt und eine Eule oder so ein Kram. Ja. Im Grunde, also es würde mich echt interessieren, wenn man jetzt mal wirklich Leute ransitzen würde, die sich damit auskennen und fragen, sag mal, die ganzen Tiere, sind die da eigentlich in der Gegend wirklich beheimatet? Und dann, ja, nee. Die Frage habe ich mir auch gestellt, ne? Weil wir sehen ja schon auch Primaten, irgendwelche Affen da, die sich durch an Lianen lang schwingen, offensichtlich im Dschungel. Ja. Und ein harter Schnitt zu irgendeiner Wüstensteppe, auf der eben eine einsame Hyäne da rumläuft. Ich wette mit dir, vermutlich im echten Leben würden die sich alle gegenseitig töten. Achso. Da würde kein Tier mehr sein. Es ist aber auch so ein Hauch von Mondo-Filmen, vor allem jetzt mit im Gedanken an die darauf folgenden Szenen. Ja. Und das war für mich eingeborenen Dorf. Und das war für mich echt, also die Stelle mag ich so ehrlich gesagt so nicht so wirklich, weil da wird wirklich Zeit geschindet. Weil es ist ja tatsächlich so, da hinten ist ein eingeborenen Dorf. Mit denen müssen wir ganz besonders kommunizieren und das zieht sich Ewigkeiten hin, weil natürlich die einzige Möglichkeit, mit denen zu kommunizieren, ist, dass Lia sich erstmal nackig macht. Ja. Sich irgendwie anmalt, hingeht, dann sieht man halt einen eingeborenen Tanz, wie es zu dieser Zeit halt irgendwie Usus gewesen ist, wenn du irgendwann einen eingeborenen Tanz zeigen willst. So komplett mit Uga, Uga, Uga und so ein Kram. Und das ist einer der etwas längeren Tänze. So, dann kommt sie wieder dort rein, dann umtanzen sie noch mal eine Minute, dann geben sie irgendeine Maske, dann läuft sie noch mal irgendwo hin, dann kommen die Soldaten langsam mal rein und dann wird noch irgendwas gemacht und dann gibt es noch mal eine große Party mit den Soldaten. Und ich glaube, das sind ungefähr 10, 15 Minuten, wo ich dachte, ja, komm mal zum Punkt. Ich konnte nicht ganz nachvollziehen, was ich da sehe. Und es ist für mich auch teilweise, also manchmal sieht man es eben aufgrund der technischen Qualität der Bilder, was jetzt irgendwelche Archivaufnahmen sind und was tatsächlich vor Ort gedreht wurde. Aber, boah. Also was Matej und Fragasso da einfach umtrieb, also welcher Gedanke, wie sie das zusammenfügen wollten, das wird mir eben nicht ganz klar, weil ich finde, der Film steckt eben voller fragwürdiger Regieentscheidungen und Momente, von denen ich dachte, das hätte man es aber auch ein bisschen eleganter lösen können. Aber er war für mich zumindest meistens nachvollziehbar mit ein bisschen Abstand. Klar, ich sitze oft davor und denke mir, wo sind die gerade, was machen die gerade? Ach so, ja, okay, es geht anscheinend doch nur um Action. Aber das ist so wirklich eine lange, lange Sequenz, wo wir eben auch, ich glaube, dokumentarische Aufnahmen sehen einer echten Beerdigung eines Stammesmitglieds, wo eben ein toter, nackter Mann oder ein Kind, glaube ich, ist es sogar abtransportiert wird. Also es geht schon sehr, sehr stark in Richtung Mondo-Film. Weiß nicht, Lia steht da einfach nur mittendrin rum. Und was macht die eigentlich da? Die steht nackert da rum. Ja, naja, also ich sag mal, vermutlich ist das auch in welcher anderen Sequenz könntest du sie so wohl nackt ausziehen? Ich bin mal ganz ehrlich, vermutlich ging es dann einfach darum, so, wir brauchen noch irgendwie Brüste hier. Ja. Was können wir machen? Ja, keine Ahnung, so viele Möglichkeiten, sich auszuziehen, gibt es jetzt hier nicht, weil sind hier überall Zombies. Deswegen fiel vermutlich ein, warte mal, wir haben doch hier diese Aufnahmen aus diesen Mondo-Filmen. Dschungel. Was ist im Dschungel? Kannibalen. Erinnerst du dich noch vor ein paar Jahren, als wir hier diese zehn Filme Kannibalen-Filmwelle hatten? Ja, war doch großartig. Wir machen so eine ganz kurze Sequenz, da muss sie sich ausziehen. Weil das ist halt so ein Stammesding. Ja, yeah, ja. Yeah. Ich denke mal, das wären die einzigen Überlegungen gewesen sein. Und dann haben sie halt geguckt, sollen wir mal gucken, was haben wir denn hier in diesen ganzen Archivaufnahmen aus, keine Ahnung. Das sind schon teilweise gute Dokumentarfilme, habe ich mir zumindest angelesen. Die wenigsten davon habe ich tatsächlich gesehen, aber einer davon ist, glaube ich, mehrfach preisgekrönt. Also das sind jetzt auch keine, genau wie die Musik von Goblin, keine zweit- oder drittklassigen Produktionen, die man da irgendwie ausgeplündert hat. Das sind schon von echten Filmvertrieben verliehene Filme mal gewesen, die auch auf Festivals und im Kino liefen. Aber eben in diesem Kontext wirkt alles, was wir daraus sehen aus diesem Film, super schäbig und sleazy. Ah, da werden sich die Macher aber gefreut haben. Ja, es ist halt wirklich so, ich meine, ganz ehrlich, mal abgesehen von der teilweise mangelnden Bildqualität der gezeigten Ausschnitte, könnte einiges auch aus sowas wie einer Disney-Produktion wie Die Wüste lebt stammen, wenn man so die Tiere sich da anguckt. Schon ganz putzig teilweise mit den Tieren. Aber wirkt aber in dem Kontext einfach nur schäbig. Ja. Weil komplett respektlos auch. Und da ist eben,
ist es für mich dann eben auch schwer, den Film unbefangen zu genießen, als, ach, guck mal, haben wir mal einen netten Abend, weil das wird dann auch einfach, da sehe ich dann einfach doch zu deutlich die Menschen dahinter, die sich für etwas zur Verfügung stellten, offenbar, von dem sie nicht wussten, dass 2 oder 5 Jahre später ein Bruno Mattei um die Ecke kommen würde und würde sagen, ach, guck mal, das sind ja interessante Aufnahmen. Die schneide ich mal mit meiner nackten Hauptdarstellerin zusammen und dann kommen noch Zombies rein. Sie haben halt ihr Ziel erreicht. Sie haben halt Lia Rousseau, also Margaret Evelyn Newton, jetzt halt nackt gezeigt. Mhm. Ja, gut, wer es jetzt braucht, bitte. Sie haben das ja auch verargumentiert, warum das so ist. Ja, gut, aber das ist könnte ja, natürlich. Also jetzt, sorry, ganz ehrlich, das ist, ich habe jetzt nicht mehr so viele Kannibalenfilme im Hinterkopf, aber ich glaube, die ist irgendwie, ich ziehe mich jetzt mal aus, weil weißt du was, wir müssen natürlich an die Eingeborenen rangehen, weil ansonsten akzeptieren sie mich nicht, das ist ja nur der älteste Zweck der Welt, oder? Ich glaube, das ist auch mal in einem Fulci-Film mal gesagt worden, warum sie das gemacht haben, weil wohl tatsächlich, man dürfte eigentlich keine Erotik zeigen, aber wenn das in diesem Kontext ist, ist es ja nicht mehr erotisch, sondern exotisch. Oh, sehr schön, sehr und schön. Ich finde find die Geradlinigkeit und die tatsächlich die, diesen Mangel auch an Charme, den Mattei einfach beweist, und ich glaube, Van Gasso geht ihm da gut zur Hand, einfach bemerkenswert. Ich muss wirklich laut lachen, als sie das quasi ihre Nacktheit anmoderiert. Mhm. Weil die ist ja oft in Filmen so beiläufig und eigentlich nicht wirklich erklärt, so warum ziehen sie sich jetzt aus? Aber hier in dem Fall ist es auch wirklich so, dass sich Lia vor die versammelte Gruppe von Männern, es sind nur noch Männer zu dem Zeitpunkt, glaube ich, stellt und sagt, ich muss mich vorbereiten für mein Treffen mit den Stammesangehörigen, und zieht sich aus für die. Also sie strippt, sie wendet sich nicht von ihnen ab und sagt, ich gehe mal eben hinter den Busch oder hinter den Baum. Nee, sie sagt, wo ist die Kamera? Alles klar. Ja, die Regenmantelträger im Publikum, die müssen wissen halt, jetzt ist der Startpunkt. Ja, aber ich tröste mich gerade mit dem Gedanken an Margaret Evelyn Newton, ihre Sache ja wirklich gut macht, muss man sagen. Also nicht nur ihre Nacktheit, sondern auch, glaube ich, schauspielseitig die kompetenteste Darbietung hier liefert. Weil ich möchte nicht so viel an diese ganzen, an dieses Mondo-Gedöns denken. Das hat mir einfach so ein bisschen abgeturnt. Ja, gut, schauspielerisch hast du wohl recht. Da ist sie wohl noch das schönste, das beste Pferd im Stall. Neben halt dem etwas comic-mäßig überdrehten Franco Graffalo, den ich. Oh, so, der ist toll, ja. Also stimmt. Es gibt ja später noch so eine Szene, wo sie im Auto fahren, so völlig unmotiviert, guckt da so völlig irre in die Gegend, grinst, dreht seine Mütze so um, beginnt dann, ist dann kurz davor, wahnsinnig laut loszulachen, macht das aber nicht, sondern guckt aber irgendwie ängstlich und besorgt und dreht die Mütze wieder um. Die Szene hat keinen Sinn, sie hat keinen Kontext, warum man das macht, kein Schimmer. Mhm. Aber ist halt drin. Und ja, also man kann sagen, der Mann hat in seiner expressiven Phase gelebt, zu dem Zeitpunkt. Also ganz klar. Ja, er macht das Beste aus dem Wenigen, das ihm geboten wird. Also für mich tatsächlich macht er das, was wir teilweise sehen von den Militärs, Soldaten, wie auch immer. Ich weiß ehrlich, wer hat die eigentlich losgeschickt? Erfahren wir das jemals? Nein. Sind das Söldner? Ja. Ich weiß es nicht. Die sind halt einfach da. Also, ich muss auch zugeben, ihre große Mission, die sie halt so machen, war bis zum Ende auch nicht so ganz geläufig. Was machen die? Was machen die in der Fabrik eigentlich? Er macht einfach durch seine hyperbolische Art und Weise, das so schauspielerisch zu transportieren, was sie da, diese brutalen Akte, die da auch teilweise begehen, macht es einfach erträglicher, ganz ehrlich. Mir fällt es leicht, das alles zu akzeptieren, wenn ich mir aber denke, dass er ist einfach der komplette Psychopath. Ich habe bei ihm ja als Schauspieler das Gefühl, dass er an irgendeinem Punkt gedacht hatte, nee, er hat als einziger wirklich kapiert, was sie da eigentlich machen. Mhm. Dass er sich dann vielleicht irgendwann gedacht hat, ist ja eigentlich ganz lustig hier, ich bin mit Menschen, die ich mag, es gibt hier umsonst Wein, ich lasse es mir gut gehen und drehe mal richtig auf, ich habe Spaß. Was wirkt das manchmal so auf mich, ganz ehrlich gesagt. Und Mattei hat zumindest in dem Interview, was ich gesehen habe, auch gesagt, er hat viel improvisiert. Ja. Und von daher, vermutlich hätte er sich einfach gedacht, ach meine Güte, ist doch völlig alberner Kappes, was wir hier machen. Guck mal hier, da laufen jetzt unter einem Blutmatsch im Gesicht. Was für ein Blödsinn. Mir stellt sich eben die Frage, glaube ich, auch, woher die kommen und was sie da eigentlich genau tun, weil sie ja nie um Verstärkung bitten. Sie haben offenbar Funkkontakt zu irgendwem. Hier London, Lieutenant London, funkt ja auch mit irgendwem hin und her und lamentiert eigentlich darüber, was es für ein scheiß Einsatz ist. Aber die rufen ja auch nie Verstärkung. Also die sehen wirklich dem größtmöglichen Grauen ins Gesicht, aber kommen nie auf die Idee, Verstärkung zu rufen, selber den Schauplatz zu verlassen. Nee, stattdessen fahren die eben so einen Dschungelfahrt runter und dann fallen Sprüche wie, siehst du die ganzen Fleischbrocken hier links und rechts rumliegen? Und ich denke mir, ja, wenn ihr die seht, wieso haut ihr nicht ab?
Also ich wäre längst weg. Also klar, das sind alles harte Jungs, die hauen nicht einfach ab. Die blicken dem Tod ins Gesicht. Aber das sind halt knallharte Himmelhunde und Teufelskerle. Ja, natürlich, ja. Und natürlich dürfen wir nicht vergessen, ich habe jetzt für mich auch so ein bisschen ausgemacht, der Film ist im Grunde genommen die Schlock-Variante von Herz der Finsternis. Ja, naja, ja, klar. Klar. Und dann am Ende haben sie halt dann den Horror, im wahrsten Sinne des Wortes. Ja, klar. Also die Figur von Santoro, die unterstützt auf jeden Fall deine These, ja. Weil der verfällt ja wirklich zunehmend im Wahnsinn. So, wir sind jetzt immer noch hier also der ganze Mondogramm ist jetzt so ein bisschen vorbei und die sitzen jetzt halt da gemütlich am Lagerfeuer und machen eigentlich Party mit den Eingeborenen. Es kommt jetzt zu einer Szene halt zwischen Lia und ich weiß nicht, wer von den beiden das gewesen ist, einen von den Soldaten, wo die halt versuchen, so ein bisschen zu menscheln und sich so ein bisschen anzunähern. So in der Richtung, ja, wenn das alles vorbei ist, dann können wir uns mal treffen. Im Deutschen sagen sie Insektfrühstück. Sehr schön. Und dann kommt auch der andere Typ und sagt dann irgendwie, nein, wir dürfen hier, wir sind im Dienst hier, nicht mit Zivilisten anbändeln und so ein Blödsinn. Ich gebe zu, Matej versucht hier so ein bisschen zu zeigen, ach, das sind ja auch eigentlich nur Menschen. Ja. Aber das gelingt so halbherzig. Die obligatorische Szene für das zartbeseitigtere Publikum. Genau. Ein bisschen was fürs Herz vielleicht. Tatsächlich glaube ich aber auch eher dem Anliegen geschuldet, wieder mal einfach 5 Minuten rauszuschlagen, in denen man nicht Action zeigen muss oder in denen man nicht teure Effekte darbieten muss oder sowas. Weil das ist ja der ganze Rest des Films. Aber in der Phase dachte ich mir auch, was machen wir eigentlich ganz genau? Weil ich war überhaupt nicht interessiert an den ganzen Szenen im Eingeborenenlager, weil sie sich einfach eklig anfühlten. Und ich war emotional überhaupt nicht investiert an irgendwas, was da Lia und Santoro und London und Co. Osborn und wie sie alle heißen da, zwischenmenschlich miteinander am Laufen haben, weil also die wirkten eben für mich alle komplett gefühllos und kalt bisher. Warum soll ich jetzt irgendein Interesse daran haben, dass, ich glaube, Osborn heißt die Figur, der eine Soldat, mit Lia anbändelt und jetzt ein Sektfrühstück mit ihr machen will? Das interessiert mich doch nicht die Bohne. Ich gönn's ihm auch gar nicht. Was für ein Arschloch. Ja, aber das ist halt echt, das stimmt. Du könntest eigentlich die gesamte eingeborene Szene rausschneiden. Du könntest eine Szene reinschneiden, wo sie jetzt sagen, so, wir müssen jetzt die Abzweigung nach links nehmen. Fertig. Also du siehst jetzt zum Glück allmählich wieder Zombies, nachdem wir jetzt halt gut und gerne 15 Minuten lang im eingeborenen Dorf irgendwas gemacht haben. Jetzt kommt ja der gute Teil des Films, fast schon sowas wie das Finale, so das letzte, weiß nicht, Drittel, letzte halbe Stunde, wo es dann nochmal richtig abgeht. Und da darf halt zum Glück auch Franco Garofalo als Santoro so richtig glänzen. Ja. Er zeigt ja auch so, also seine Taktik gegenüber Zombies, die ist interessant. Weil während der Rest, übrigens auch so ein Ding, denen wird 1000-mal gesagt, schießt auf den scheiß Kopf und mit einer Engelsignoranz schießen sie auf alles, nur nicht auf den Kopf. Ja. Und deswegen kommt halt Santoro und rennt mal mehr damit, nee, das kommt erst danach, glaube ich, noch so ein bisschen. Jetzt hier an der Stelle ist es ja noch, die kommen halt an und anstelle, dass sie vielleicht zumindest da bleiben und sagen, wir helfen jetzt mal den Leuten im Dorf. Nee, kommt schnell weg hier. Tschüss. Und überlassen dann ganz einfach das Dorf den verdammten Wiedergängern. Wie gesagt, alles Arschlöcher, ja. Aber wie du gesagt hast, warum es jetzt so wichtig gewesen ist, dass sie dort sind, keine Ahnung. Ja, das ganze Episode war vollkommen inkonsequent, weil eigentlich wollen sie ja nur zur Hope Station, also diesem wissenschaftlichen Labor, und haben dann eben normal Etappenrast gemacht, was sie da genau wollten, keine Ahnung, aber jetzt beginnt eben der Teil des Films, der für mich so am meisten Spaß macht, und da kommt etwas, mit dem ich ehrlich gesagt ich habe den Film jetzt lange, lange Zeit nicht gesehen und auch weitgehend vergessen, so gar nicht mehr gerechnet hatte, nämlich, dass die Effekte auch teilweise richtig gut werden. Also wir haben vorher schon so ein paar ganz nette Bloodscripts gehabt und hier und da mal einen netten Zombie-Effekt, also die Masken sind okay, aber sie sehen eben wirklich überwiegend aus wie halbe Pizza ins Gesicht gelegt. Aber jetzt hier kann, ich glaube, Giuseppe Ferranti ist hier der Effektspezialist, richtig mal auftrumpfen. Also wir haben hier wirklich, wirklich hübsche Headshots, Ausweidungsszenen, wir haben eine Katze im Unterleib einer alten Dame, die kommt dann ein bisschen später. Also wirklich, wirklich hübsche Effekte, muss ich sagen. Ja, anscheinend war das Geld dann letztendlich da. Der Scheck ist nicht geplatzt. Und wie du sagst, definitiv. Also rein Gore und effektemäßig, da wird jetzt tatsächlich ein gutes Feuerwerk abgebrannt. Auch nachher die Endszene, wo dann halt eine der Figuren komplett zerlegt wird, ist auch sehr, ach du Schande.
Also Lias Tod ist auf jeden Fall, gehört so zu den unangenehmsten in der Zombie-Filmgeschichte, finde ich. Also, oh, ja. Nehme ich auch gerne alle Größen des Genres mit rein. Also die ist so, auch die kann sich durchaus messen mit den schlimmsten Momenten in wirklich großartigen Zombie-Filmen. Zunge rein, raus, Augen rein, raus und boah, Hand durch den Kopf, also unangenehm. Sehr, sehr. Konkurriert tatsächlich mit dem Splitter. Ja, sehr schön, sehr schön. Aber ja, first things first. Genau. Sind wir schon bei der Hauptstation oder sind wir noch auf dem Weg? Nee, wir sind noch auf dem Weg. Es kommen noch zwei Stationen. Jetzt stimmt, kommt ja nämlich der innere Konflikt, weil den verreckt, also die sind ja die ganze Zeit mit zwei Autos gefahren. Und der Jeep von den Soldaten ist jetzt verreckt. Mhm. Den kriegen sie nicht mehr zum Laufen. Und deswegen wollen sie halt in dem Auto von den anderen beiden mitfahren. Aber deswegen, da müsste halt das ganze Filmmaterial raus. Und jetzt kommt halt so eine Konfliktszene. Eine, die zeigen soll, dass die Spannung dort quasi kurz vorm Zerbersten ist. Nämlich, die wollen die Filme wegwerfen und das will halt Max oder von mir aus Pierre, will das ja nicht, sagt dann irgendwie nein, monatelang gedreht und dann, nee, muss hier weg. Nee, ist nicht. Dann will Pierre einen von den Soldaten auf die Oma hauen, klappt nicht, sondern er wird verprügelt. Dann halt wird halt Lia tätig, klaut eine von den Waffen und sagt dann, wenn ihr die Filme nicht sofort wieder zurückpackt, dann erschieße ich den Typen hier und dann tauchen Zombies auf. Mhm. Und dann kommt halt die Stelle, wo Santoro zum ersten vom zweiten Mal seine Taktik macht, dass er halt einfach in eine Zombie-Meute hineinrennt und die ärgert und verspottet und ihn sagt, na, wollt ihr hier reinbeißen? Guck mal hier. Wollt ihr meinen Flügel haben und so ein Blödsinn? Und die Zombies haben anscheinend keinen Hunger, weil die gucken auch nur doof. Ich wollte gerade sagen, und der Erfolg gibt ihm recht. Also, ja. Funktioniert ja anscheinend. Während der Rest ist ja, glaube ich, so ein bisschen ein grundsätzliches Problem des Films, dass die Zombies tendenziell eher unbedrohlich sind. Also, nicht immer hungrig. Ja, genau. Tendenziell dumm, wenn nicht gar hirntot. Ja, viele sind es auch nicht. Ne? Meistens ja irgendwie nur fünf Stück auf weiter Flur. Könnte man auch voran vorbeirennen. Kann man natürlich auch direkt reinrennen. Santoro ist halt ein Mann der Tat. Ja, genau. Der lässt nichts anbrennen. Mhm. Aber auf alle Fälle, er rettet die Situation und dann fahren sie halt los und dann kommen sie wieder zu einer Stelle, die wirklich eigentlich ganz gut ist. Genau. Nämlich das Haus. Hier könnt ihr jetzt auch fragen, warum sie der Meinung sind, wir gehen jetzt mal in dieses Haus hinein. Was ist an diesem Haus jetzt so besonders? Die sind doch kurz vor der Hope Station. Da würde ich ja durchfahren, aber sie wollen wissen, was ist in dem Haus los? Mhm. Eigene Schuld. Weil da haben die Zombies schon gewütet. Ja. Und einer von den Soldaten ist auch dumm. Die Szene ist surreal, wenn ich ehrlich sein darf. Weil die machen ja den üblichen Fehler. So, wir trennen uns mal so ein bisschen. Und einer von denen geht auf und davon in ein anderes Stockwerk, findet dort ein Zylinder und ein Tütü, zieht sich das beides an und dancet erstmal durch das Haus, kommt in einen Raum, wo Zombies sind, wird gefressen. Ja, muss wahrscheinlich der Langeweile am Set geschuldet sein, dass der Schauspieler gesagt hat, ich mach das jetzt einfach mal. Ich habe da eine gute Idee. Geh Gene Kelly Singing in the Rain alike durch dieses Szenario. Wirkt aber reichlich doof, ja. Und ich meine grundsätzlich, klar, diese Trope so von wegen, oh, Gefahr im Verzug, lass uns lieber aufteilen. Jeder für sich selbst ist auch so ein bisschen, na gut. Ich meine, davon unabhängig, Dummheit, Team aufteilen und so weiter zum Trotz, ich war ein bisschen überrascht davon, wirklich zu sehen, wie viele des Kernteams bis zum Ende überleben. Denn eigentlich so nach dem ersten großen Massaker mit dem Zombie-Jungen beißen gar nicht mal so viele ins Gras, muss man ja sagen. Also die halten sich alle relativ wacker. Und ich glaube auch die vier Soldaten sind auch noch bis kurz vor Schluss alle am Leben. Also die werden dann ganz schnell dezimiert, muss man sagen, so in der letzten Szene. Aber die halten alle ganz schön lange durch. Naja, dafür wird ja anderes Kanonenfutter halt eingeführt. Sei es, dass es die Bewohner des Dorfs sind, sei es, dass halt das Pärchen am Anfang gewesen ist, oder sei es, jetzt halt hier doch mal ein Soldat dahin gerafft wird wegen Blödheit. Aber ja, es ist ganz hübsch und die Action reißt nicht ab, es passiert eine ganze Menge und dann sind sie bei der Hope Station, die immer noch schwer als Labor zu erkennen ist, aber muss wohl eines sein. Zwischenzeitlich sieht man auch immer wieder so News Reports aus dem italienischen Fernsehen. Genau, gut, dass du es erwähnst. Also ich bin mir jetzt nicht so ganz, ich will jetzt nicht sagen, Mann, da war der Mattei, aber so richtig ein Visionär. Also ich weiß, bei Dawn of the Dead, da gab es ja auch immer diese ganzen News-Segmente. Aber ich glaube halt dieses, jetzt sind wir, keine Ahnung, wo es ist, sagen wir mal die UNO oder sowas in der Richtung, dass man richtig sieht, dass das Ganze jetzt global geht. Ich weiß jetzt nicht, ob das vorher in einem anderen Zombie-Film, meine Güte, entschuldige bitte, ich habe mich verhaspelt, ob man das in einem anderen Zombie-Film so schon einmal hat gesehen.
ganz ehrlich gesagt. Ja. Es wirkte doch immer relativ klein. Also, oder man musste selber abstrahieren, wie dann in Day of the Dead, wo wir dann gar keine News Reports mehr haben, aber alle eben dann darüber reden, dass es eine globale Seuche ist und also, sowas in der Art. Genau. Aber hier tatsächlich sehen wir echte Politiker oder Diplomaten aus verschiedenen Ländern miteinander kommunizieren im Fernsehen. Männer mit Turbanen schütteln anderen Männern in Nadelstreifen die Hand und reden irgendwie, und der Voice-Over, der Kommentierende vom Reporter, sagt so, ja, hier sind sie zu einer Einigung gekommen, und also da passiert irgendwas. Genau. Und das ist halt, wie ich finde, eine gute Idee. Ja. Und ist gar nicht mal so schlecht umgesetzt. Ja, und ist irgendwie auch, da spielt auch Matej mit, und Fragasso spielt auch mit nicht mit offenen Karten, wäre zu viel gesagt, aber sie bereiten schon mal so den Boden für die große, gewagte Schlusspointe. Mhm. Was ist nämlich dieses titelgebende Virus? Das ist etwas Menschgemachtes, natürlich. Natürlich. Ja. Na gut, aber zurück zu unserem fröhlichen Team, das jetzt dort angekommen ist, im Hope Center. Sie werden nicht viel Glück haben dort. Also zwei von unseren Jungs, die werden, ich sage mal auch, da hat sich auch Matej oder Fragasso gedacht, es gab die Szene in Dawn of the Dead mit einem Fahrstuhl, wo Zombies rauskommen, das machen wir hier auch. Und deswegen werden halt erst einmal Max oder Pierre wird halt erstmal verschaschlickt und ja, Santoro, sein Enthusiasmus tötet ihn diesmal leider. Wobei ich die Szene eigentlich auch ganz nett finde. Ja, ich fand die Idee auch ganz schön. Also er fährt ja quasi so mit dem Aufzug in den Tod. Ja. Und das war schon, also es war nicht, ich glaube, man hätte es kameratechnisch so ein bisschen geschickter umsetzen können. Ich musste mich auch kurz wieder orientieren von wegen, ach, der steht im Aufzug. Mhm. Okay. Aber so als, ja. Und dann kommt dann der ganze Blut runter und bedeckt dann erst einmal zwei der Hauptfiguren, also Lia und einen von den Soldaten. Die auch, glaube ich, da steht, stehen bleibt, als das Blut auf sie runterläuft. Ja, da habe ich auch ganz kurz gedacht, was soll denn, renn doch weg. Ja. Und hätte nicht dieses Bild von Margaret Evelyn Newton, die da steht, Blut überströmt. Das war ja auch auf dem deutschen Cover gewesen. Mhm. Das deutsche Cover war sowieso recht merkwürdig. Hast du das mal gesehen? Ja. Weil da guckt unter anderem ihr Kopf aus dem Wasser heraus. Also dieser Blutkopf, von dem wir gerade reden, hat keinen Sinn ergeben. Die Szenen kommen im Film gar nicht vor. Ich finde die ganzen Poster-Artworks auch international zu einem Film sowieso relativ schwierig, weil wir haben, ich kann mich daran erinnern, es gibt dieses eine gemalte Bild, also offensichtlich, da war der Künstler sehr, sehr frei in seiner Interpretation des Films. Ich glaube, er hat ihn nie gesehen. Der ist, glaube ich, überwiegend in Großbritannien Verwendung fand, von diesem einen Zombie, der auf die Kamera zuschreitet, der eben ein bisschen so aussieht wie einer von den Dawn of the Dead Zombies, aber der in diesem Film nicht vorkommt. Dann gibt es so eine Collage aus verschiedenen Zombie-Köpfen, die über so eine Art Sumpf schweben. Die kommen aber auch, glaube ich, nicht alle in diesem Film vor. Zumindest einer von denen hat so einen hexenartigen Look oder hexerartigen Look. Also alles so ein bisschen komisch. Ich fühlte mich auch von den ganzen Poster-Artworks in diesem Film, fühlte ich diesen Film nicht wirklich gut repräsentiert. Währenddessen wird halt einer von den Soldaten tätig im Büro von unserem Professor vom Anfang und verbrennt dort Papier. Ganz offensichtlich sind sie also dorthin gekommen, um halt Beweise zu vernichten. Aber Lia hat jetzt mittlerweile erkannt, was dort nämlich passiert ist. Und das ist was gewesen, sag es. Das Virus ist menschengemacht und glaube dafür konzipiert oder entwickelt worden, das Problem der Überbevölkerung der Welt zu lösen. Was natürlich den ganzen Industriestaaten schwer auf den Schultern lastet. Dass man da irgendwie Menschen mit versorgen muss, die ja einfach Milliarden von Menschen mutmaßlich, die ja einfach nur unseren globalen Ultrakapitalismus belasten. Und man könnte die doch einfach loswerden, indem man ihnen so ein Virus injiziert oder sie sonst wie damit infiziert, damit sie sich gegenseitig verspeisen. So, ich glaube, das ist der Gedanke, ne? Genau. Und das ist natürlich, also zynischer geht's nimmer. Und ich frage mich jetzt hier tatsächlich, ob es Matej und vor allen Dingen Fragasso wirklich darum ging, jetzt jemand eine Message rüberzubringen. Also, dass sie wirklich gesagt haben, so, aber wir wollen doch ein Statement abgeben, so ein richtig hartes, oder ob sie sich einfach nur gedacht haben, ja, so ein Film braucht eine Botschaft, das ist eine dritte Welt, hör's gut, mach mal. Nee, ich glaube letzteres nicht, ehrlich gesagt. Ich glaube, sie wollten einfach nur so eine Knallerpointe haben. Okay. Sie wollten auch so einen Solid Greenest People-Moment haben und ich glaube, oder Planet der Affen-Moment, sie wollten, glaube ich, einfach sowas haben. Ich glaube tatsächlich nicht, dass die damit sowas wie Kritik an der, also Globalisierungskritik oder sowas üben wollten. Wie es, wann kam Cannibal Holocaust raus? War das dasselbe Jahr oder war das 79?
ein, zwei Jahre. Wie es ihm Deodato macht in der letzten Szene von Cannibal Holocaust, der wirklich sagt, und das ist die Moral des Ganzen und so weiter und so fort. Und eigentlich eine ähnliche Aussage hat, glaube ich, auch auf die hier Hölle der lebenden Toten rauszielt. Aber ich glaube, Mattei war es eher unfreiwillig. Nichtsdestotrotz ein ziemlicher Knaller eigentlich dahin gesehen. Ja. Und dann endet ja, wie wir es schon gesagt haben, endet unsere Hauptdarstellerin nicht sehr vorteilhaft. Also ich finde die Szene auch tatsächlich ziemlich böse, weil das hat mich, als ich habe den Film ja gesehen vor vielen, vielen Jahren und ich fand das immer immens grausam. Die sind irgendwo inmitten von irgendeinem verdammten Dschungel. Da ist nichts mehr, gar nichts. Das sind die einzigen beiden letzten lebenden Menschen in, keine Ahnung, aber tausenden von Kilometern. Und da kommen jetzt echt irgendwelche Wiedergänge auf sie zu und die werden da ganz elends auseinandergerissen, vor allen Dingen sie, und keiner kriegt es mit. Die sterben komplett einsam dort irgendwo in der tiefsten Walachei. Das ist, das finde ich echt, also so richtig scheiße. Das ist schlimm. Und ich glaube, damals als Jugendlicher oder als irgendwo so rund ums Abi rum Ende 90er, als ich den Film zum ersten Mal sah, da war ich noch nicht so firm im italienischen Kino und wusste eben dadurch nicht, dass die Italiener da so ein bisschen anders ticken. Und ich war sehr, sehr konditioniert von diesem Konzept des Final Girls im amerikanischen Horrorfilm dieser Zeit und war eben wie selbstverständlich davon ausgegangen, dass sie natürlich überleben wird. Und ich kann mich noch gut daran erinnern, diese Szene gesehen zu haben und gedacht zu haben, doppelt böse, weil du hast ja vorher schon diese bösartige Schlusspointe, aber dann irgendwie quasi auch noch die Hauptdarstellerin und die einzig Talentierte in dem gesamten Cast irgendwie zu opfern. Sie ist ja auch, glaube ich, die Einzige, der ich, glaube ich, nie den Tod gewünscht habe aktiv irgendwann, weil die anderen sind ja so furchtbar, dass ich mir immer wieder dachte, ja gut, also die können dann auch gerne mal weg sein. Aber sie ist ja, glaube ich, auch die einzige Figur, die so ein Mindestmaß an Sympathie hervorkitzelt. Ja. Ein bisschen Menschlichkeit zeigt auch. Ja, genutzt hat es hier nichts, leider. Ja. Und dann haben wir noch diesen schönen Epilog mit den beiden Turteltäubchen am Brunnen. Ja. Was dann zeigt, dass das ganze Ding tatsächlich global gegangen ist. Denn man kann ja die Zahnpasta nicht zurück in die Zahnpastatube drücken, gell? Ja, genau. Finde ich eigentlich gut. Und ich glaube auch notwendig. Ich finde die Art der Umsetzung so ein bisschen schmalspurig natürlich, weil wir irgendwo sind mutmaßlich in, ich sage jetzt einfach mal, irgendwo in Spanien oder Italien, weil es eine italienisch-spanische Koproduktion, sind wir irgendwo in Italien oder Spanien. Und da sind eben zwei Leute und ein junges Pärchen und dann kommen da eben 3, 4, 5 Zombies die Straße runtergejagt und greifen sie an. Und das quasi visualisiert eben nochmal die offensichtlich globale Bedrohung, der wir uns jetzt ausgesetzt sehen und dass die eben nicht begrenzt ist auf irgendeinen Dschungel in Papua-Neuguinea. Und ich glaube, das ist notwendig, um den Punkt nochmal zu unterstreichen, den Mattei und Fragasso offenbar machen wollen. Die Art der Umsetzung ist natürlich schon so ein bisschen schmalbrüstig im Vergleich zu dem, was wir vorher gesehen haben, weil wir haben eben das komplette Zombie-Inferno am Ende mit Schießereien und wirklich sehr, sehr großartigen Make-up-Effekten und Santoro darf nochmal aufdrehen und eben Lia stirbt einen Tod für die Ewigkeit und das dann eben nochmal nachgeschoben zu bekommen, muss, glaube ich, ein bisschen enttäuschen, zwangsläufig. Aber ja, trotzdem, gut, dass es da ist. Also. Ja. Ne? Ja. Und ein Biss in die Schulter mehr von den Seiten der Zombies, ja. Und ich glaube tatsächlich, dass diese Sequenz in der damaligen alten deutschen Videofassung gar nicht dabei war. Ich glaube, mich zu erinnern, dass der Film einfach nur ein Endetäfelchen bekam, nachdem halt Lia zerrissen wurde. Man könnte darüber nachdenken, ob das vielleicht das bessere Ende gewesen wäre. Ja. Ich kann mich nicht daran erinnern, aber auf jeden Fall spielt da nochmal ganz laut der Kontamination-Score auf von Goblin. Ich glaube, Goblin hat auch ein bisschen Beef gehabt, beziehungsweise auch einen Rechtsstreit mit der Produktionsfirma über den Score, weil sie werden eben auch im Vorspann geführt mit Musik von Goblin, waren aber, glaube ich, an keiner Stelle der Produktion involviert. Außer eben ihr offenbar Management oder ihr Vertrieb, der gesagt hat, ach was, wie viel zahlt ihr? Ja klar, hier habt ihr die Mucke. Ja. Ich frage mich, ist sowas eigentlich einmalig in der Filmgeschichte oder gibt es nochmal so etwas, dass wirklich ein quasi Komponist ohne sein Zutun involviert ist? Außerhalb jetzt von Mattei-Film und Godfrey Ho-Film. Ich meine, Mattei ist Produktionsfirma, hat wenigstens noch dafür gezahlt, aber Godfrey Ho tut ja sowas nicht, der nimmt sich das einfach mal. Keine Ahnung, in netterer Form Tarantino. Ja, aber der führt ja noch, das tut ja Mattei auch die tatsächlich auch noch offiziell an, als hier Musik von, und die werden ja noch in den Endcredits dann auch genannt, tatsächlich namentlich, aber ach, egal. Ja, und das war jetzt die Hölle der lebenden Toten. Die Hölle der lebenden Toten, ja.
Ich muss mich ein bisschen entschuldigen, ich bin ein bisschen ins Verhaspeln gekommen hier heute. Das tut mir leid, wenn ich zwischendrin mal kurz ein bisschen vor mir hin geplappert habe. Nee, das kam nicht rüber. Gut. Ich bin schockiert, dass wir über den Film jetzt fast so lange gesprochen haben, wie er ist. Es ist halt ein großes Werk halt. Ja, schon. Du musst natürlich auch szenisch auseinandernehmen, was wir normalerweise gar nicht machen im Podcast. Aber in diesem Fall war es, glaube ich, auch gerechtfertigt, weil der Film eben auch wirklich mit jeder Szene steht und fällt und stirbt und wieder aufersteht. Und es gibt eben so viel Gutes und dann so viel Hanebüchen Schlechtes. Ich möchte sagen, das Gute überwiegt. Aber naja, es hält eben nicht zusammen, wie viele Matthäus-Filme. Man geht da raus und denkt sich, ach, das waren aber 13 oder 16 wirklich schöne Momente. Mhm. Schade, dass die begleitet wurden von 80 Minuten Inkompetenz. Also, aber Spaß macht's trotzdem. Und ich denke mal, ich zitiere hier mal einen alten Sketch von Dieter Krebs, es muss schmecke und ja, das tut's halt am Ende des Tages halt tatsächlich. Von den ganzen italienischen Zombie-Filmen einer der besseren. Und ich glaube, weil wir ihn heute auch schon zweimal mal genamedropped haben, als nächstes wäre dann Joe D'Amato dran. In der Gewalt der Zombies hat er doch mal gemacht, oder? Wir finden was. Wo kann man dich denn hören, André? Wenn man dich nicht hier hören kann, was man ja regelmäßig tun kann. So viele kann's. Kann. Kannst du mal was sagen? Ja, in einem Podcast mit dem Namen Glotzcast. Wir sind jetzt zum Zeitpunkt dieser Aufnahme in gewisser Hektik, weil wir haben in diesem Monat noch nichts aufgenommen. Und deswegen werde ich dazu gedrängt, mir an diesem Wochenende, also genau gesagt heute oder morgen im Laufe des Sommertags, noch einen Film anzugucken, den wir dann besprechen können. Das ist was Neues, dass wir mal wirklich über einen Film reden werden, nicht einfach nur so, wir reden mal locker hier vor uns hin. Oh, ich bin gedanklich bei dir. Danke. Ich fiebere mit und hört den Glotzcast mit dir und niemand anderem, glaube ich, ne? Ich bin alleine, ja. Okay. Ja, der Frank ist ja noch dabei, okay. Ach so, ja, klar. Schöne Grüße. Ja. Vielen Dank, dass du da warst. Aller Scherz beiseite, immer eine Riesenfreude, dich hier zu haben. So, nicht an meiner Seite. Aber vielleicht sehen wir uns ja bald auch mal wieder im Kino. Ja, hoffentlich. Schön, dass ich da sein konnte. Bis dann. Adios. Hölle der lebenden Toten. Ich treffe dir nicht, das ist